guten Tag. Ich segne euch mit dem zweiten Blick. Und was das bedeutet, werdet ihr heute Abend erfahren. Ich bin Anna-Sophia, 11 Jahre alt. Hallo, ich bin die Rutli, bin 8 Jahre alt. Ich segne euch, dass ihr mit dem Wort Gottes erfüllt werdet. Hallo, ich bin Boasa. Ich segne euch mit Kraft und ich gebe euch Kraft. Ich bin Boasa, 4 Jahre alt. Guten Morgen, ich bin die Anni, ich bin die Mutter der 11 Kinder und ich segne euch mit offenen Augen, dass heute alle erdenklichen Schuppen von den Augen fallen. Hallo, ich bin die Sulamit, ich bin 17 Jahre alt. Ich segne euch, dass ihr heute zu Gott sagen könnt, vom Hören sagen habe ich von dir gehört, aber heute habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Hallo zusammen, ich bin die drittgeborene und älteste Tochter von den Sasseks. Ihr sollt heute erkennen, was der Unterschied ist zwischen einer Show und dem, was wir bringen. Nachdem ihr eine Show gesehen habt, geht ihr nach Hause und vergesst es wieder. Und wenn das hier zu Ende ist, dann ist es der Anfang. Ihr seid gesegnet mit seiner ganzen Gegenwart. Sie reißt euch aus dem Stuhl und lasst euch nie mehr los. Ich bin Noemi, 18 Jahre alt. Guten Morgen, ich segne euch, dass ihr heute zu schweben beginnt, dass ihr lernt, wie das mit dem Fliegen funktioniert und dass ihr versteht, wie der Geistwandel funktioniert. Ich bin Simon, ich bin der Älteste von uns Sasseks und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Hallo zusammen, ich bin David Sassek, Nummer 2, 22 Jahre. Hast du gewusst, dass dieser Tag heute dein Leben verändern wird? Wenn nicht, dann weißt du es jetzt. Guten Morgen, ich bin Elias, ich bin 16 und ich segne euch mit Offenbarung, dass ihr unsere Botschaft nicht nur 2D, sondern 3D seht. Guten Morgen, ich bin der Joshua Sasek. Mein Segen für euch ist, dass ihr erkennt, dass ihr zum Meer bestimmt seid. Guten Tag, ich bin Janina Sasek, 13 Jahre alt. Und ich segne euch, dass ihr durch diesen Tag ein neues Leben beginnen könnt. Hallo, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen, ich bin Ivo, der Vater dieser Schar, der Mann von dieser wunderbaren Frau. Habt ihr einen Wunsch auf dem Herzen? Wünscht ihr mal was? Einen geistlichen Segen, irgendwas? Denk dir was aus, wenn du es hast, steck mal deine Hand auf. Mach sie mal auf. Irgendeinen geistlichen Segen. Nimm, was du willst. Hast du es? Schließ die Hand. Ist erledigt. Es gehört dir. Wow. Wir haben so etwas Großartiges heute miteinander zu teilen, dass ich am Anfang beten möchte, dass diese Segnungen, die ihr hier bekommen habt von meiner Familie, dass die aufgehen in euren Herzen, dass ihr jetzt zuhören könnt, dass ihr die Sache ernst nehmt, die wir hier bringen, dass ihr von der ersten Sekunde an spürt, hier geht es nicht um eine Show, hier geht es um Wirklichkeiten, um geistliche Wirklichkeiten. Die Dinge sind zu groß, dass wir sie menschlich begreifen können. So lasst uns innerlich mitbeten, mitarbeiten, dass dieses wunderbare Evangelium, das wir verkündigen möchten, durchschlägt in unsere Herzen. Vater, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wenn es nicht so wäre, können wir dich nicht erfahren. Nun haben wir dich aber erfahren, erfahren dich beständig. Und wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, hier heute in diesem Saal, in dieser Mitte. Und wir erbitten jetzt deine Offenbarungskraft, deine Redegnade, dass hier diese Atmosphäre gefüllt ist von deiner Wirklichkeit. Denn es war lange genug dunkel und es sei jetzt Licht in Jesu Namen. Es sei jetzt Klarheit. Und jedes einzelne Leben hier drin ist ein gesegnetes und geht hier nicht so raus, wie es gekommen ist, weil du hier bist. Nicht, weil wir es sind, sondern weil du es bist, der diese Dinge tut. Danke für alles, was du jetzt schenkst, für das Reden und das Hören und das Verstehen. Amen. Oh, das ist aber lieb. Das habe ich jetzt doch noch nie erlebt, dass ich für ein Gebet einen Applaus bekomme. Aber jetzt legen wir los. Bevor wir singen, werde ich eine Grundlage legen, damit wir wissen, was wir unter Vollkommenheit
zu verstehen haben, dass das mal so eingegliedert ist. Und das ganze Oratorium baut dann systematisch auf diesem Vorwort auf. Die Lieder bauen darauf auf. Und am Schluss kommen wir in eine Dimension, die schon fast wieder nichts mehr zu tun hat mit dem Anfang. Es ist wieder ein neuer Beginn. Also wir haben einen anspruchsvollen Morgen vor uns und ich bitte euch, dass ihr richtig innerlich mitarbeitet, mitgeht, versucht zu verstehen. Wenn irgendwas nicht klar ist, legt es einfach mal ein bisschen auf die Seite, schlaft mal zuerst darüber, aber versucht die Dinge einfach mal aufzunehmen. Stiehlt euch ja niemand etwas weg, könnt es einfach mal aufnehmen und zu Hause dann verdauen, wenn ihr es heute noch nicht schafft. Um die Vollkommenheit verstehen zu können, glaube ich, ist es wichtig, zuerst einmal, dass man verstehen muss, warum der Adler schreit. Das ist eine Sache, die gehört zusammen. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Ich versuche dir eine Geschichte zu erzählen als Einstieg, die ich vor vielen Jahren gehört habe. Es soll sich um eine wahre Geschichte handeln. Ich habe aber diese Geschichte noch ein bisschen abgeändert, dass es ein bisschen mehr meine Geschichte ist, um das verständlich zu machen, was Vollkommenheit ist, was es bedeutet. Und dann wollen wir mal schauen, was daraus wird. Also, du denkst, natürlich schreit der Adler. Ich muss voraussetzen, dass der Adler ursprünglich ja gesummt hat, nicht? Eigentlich eher gesungen, so wie eine Mutter, die ihre Kinder stillt, nicht? Hast du nicht gewusst? Siehst du, man lernt nie aus. Aber es beginne von vorne. Da war scheinbar ein Landmann, der war auf einer Bergtour, kam an einem Adlerhorst vorbei und sah dort Eier drin liegen und sagte sich, die nehme ich aus. Dann geht er hin zu dem Adlernest, nimmt das Ei raus und nimmt es behutsam mit nach Hause auf seinen Hof, legt es dort bei seiner Henne ins Nest und lässt dieses Adlerei beharrlich von seiner brütenden Henne ausbrüten. Nach einer Weile gelang das und tatsächlich die Schale springt auf und die geduldige Hühnermutter sieht diesen jungen Adler aus diesem Ei kommen. Es war ein seltsamer Anblick, aber sie hat ihn gleich unter die Fittiche genommen wie alle ihre Küken. Und so ist dieser kleine Adler in diesem Stall, diesem Hühnerstall, diesem Hühnerhof groß geworden. Er ist also groß geworden, einfach aufgewachsen. Er kannte ja nichts anderes. Das Gehege mit seinen 2 Metern Höhe, eng um ihn herum, gab ihm diese Geborgenheit. Er kannte nichts anderes. Die kleinen Küken, die Hühner, das waren seine Geschwister. Die Henne war seine Mutter. Und so pickte er halt Würmer, wie die kleinen Küken die Würmer pickten. Er bewegte sich wie die kleinen Küken und setzte sich auf die Hühnerleiter wie die kleinen Küken dazwischen. Er benahm sich zunehmend mehr wie ein Huhn. Er kannte nichts anderes. Es ist halt so in der Natur, wir schauen einander gerne ab, nicht? Hühnermutter, Hühnergeschwister und da bin ich dazwischen, der junge Adler. Jetzt aber eines Tages, hoch in den Lüften, schwebt da plötzlich in majestätischer Höhe die Adlermutter. Mit ihren Schwingen, von weit her kommt sie geflogen, auf Beutefang, summend, wie die Adler halt waren damals, summend, vor sich hin singend. Und als sie über dem Hof kreiste, sieht sie da unten, sie denkt, sie sieht nicht recht, mitten unter den Hühnern schaut sie hin und sieht ihr Kind. Ah! Ah! Mein Kind! Mitten unter diesen furchtbaren, dreckigen, jämmerlichen, armseligen Hühnern. So entstand der Adlerschrei. Und als sie diesen Schrei von sich stieß, ging es dem Kleinen durch Mark und Bein. Der kleine Adler schaut hoch und sieht diese majestätischen Schwingen, dieses Muttertier in der Höhe und dieser Schrei ging ihm durch Mark und Bein. Es weckte in ihm einen Naturtrieb, einen Naturinstinkt. Ohne dass er sich kontrollieren konnte, begann er seine langen Schwingen auszustrecken, begann kräftig damit zu schlagen, und hob ab und flog der Mutter entgegen in die Lüfte. Seht ihr? Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Nicht ganz alles, das mit dem Adlerschrei
verstehst, was habe ich nur gesagt, damit du nachher etwas besser verstehst, um was es geht. Die Geschichte, wenn der Adler mal da oben ist und das Ganze von oben sieht, dann weiß er, da gibt es kein Zurück mehr für mich. Ich bin für diese Weite bestimmt, dort in den Lüften, wo er diese endlose Weite des Himmels hat, wo ihm die ganze Erde zu Füßen liegt. Da hat er seine wahre Identität gefunden. Er geht nie wieder da unten zurück. Er wird nie mehr einem Huhn sagen, mein Bruder, meine Schwester. Er wird nie mehr die Hennenmutter mit seiner richtigen Mutter verwechseln. Denn jetzt hat er den Urschrei gehört, den Schrei des Adlers, des großen Adlers am Himmel, seines Urverwandten. Seht ihr, wenn wir heute hierher gekommen sind, ist es mit dem einzigen Wunsch, dass ihr den Schrei eures Urverwandten hört, dass ihr den Schrei Gottes vom Himmel vernehmt, der euch sieht von oben her, wo ihr euch befindet, wie wir leben hier unten, was wir hier unten tun. Denn mit uns hat es eine ähnliche Geschichte, eine ähnliche Bewandtnis. Wisst ihr, die Menschen, wenn wir die Bibel gelesen haben, wir können sehen, dass schon vor unserer Geburt, bevor wir existierten, da kam der Feind, da kam der Teufel zu den ersten Söhnen, zum ersten Sohn und der ersten Tochter Gottes, wenn du so willst, und hat sie, noch ehe sie ausgeschlüpft waren, ich rede jetzt alles in Bildern, ich denke, ihr versteht das schon, ja? Adam und Eva, sie waren Gottesgeschöpfe, versteht ihr? Mit göttlicher Natur, zur Unsterblichkeit geboren, im Bilde Gottes geschaffen. Nicht ähnlich, wie wir lesen in den deutschen Bibeln, sondern 1. Mose 1 sagt, die ersten Kapitel sagen, er wurde in der Gleichheit Gottes geschaffen, ihm gleich. Die ersten Menschen waren göttlicher Natur und jetzt kommt dieser Teufel und bevor diese Menschen in dem Wachstum der göttlichen Natur richtig Gestalt gewonnen hatten, kommt der Feind dazwischen und beginnt Nestraub zu treiben. Reißt sie in den Sündenfall, in den Berühmten hinein und bringt sie von dem hohen Stand ihres Adlerwesens, bringt er sie runter in seine Hühnernatur, hat sie sterblich gemacht, hat ihm die göttliche Natur weggenommen, indem er ihnen gesagt hat, ich will euch zeigen, wie ihr so schnell als möglich zu Gott werdet. Ja? Wenn ihr Gott wie Gott sein wollt, hat eigentlich nur in das Programm Gottes eingegriffen, merkt ihr? Gott hat den Menschen göttlich geschaffen. Der Sündenfall war nicht, dass der Mensch sein wollte wie Gott. Der Sündenfall kann es nicht gewesen sein, denn wenn er gleich wie Gott geschaffen ist, ist es nicht eine Sünde, gleich wie Gott zu sein. Der Sündenfall bestand darin, dass der Mensch versucht wurde, auf einem anderen Weg in die Gottgleichheit, ins Gottwesen hineinzukommen, auf einem anderen Weg, als Gott das vorprogrammiert hatte. Und mit uns genau dasselbe. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich rede jetzt in der lieblichen Bildsprache, ihr Hühner, ich wollte meine Küken sammeln, hast du auch schon gelesen? Ich wollte euch sammeln, Israel, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Ja. Aber er sagt, ihr Hühner, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst, das ist ein Befehl Gottes, ihr müsst wiedergeboren werden. Ihr seid von der Höhe des Himmels runter bis zum Hühnerleben geraten, runtergefallen. Ihr müsst da wieder zurück, wiedergeboren, von Neuem wiedergezeugt werden. Wieder zurück in die göttliche Natur. Ich lese mal den genauen Text, dass ihr hört, um was es hier geht. Da heißt es Johannes 1, Vers 12 bis 13, so viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Denn nicht aus Geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott, die aus Gott gezeugt worden sind. Hört ihr? Als Jesus gekommen ist, hat er uns zur Wiederwerdung, zur Wiederzeugung, zur Wiedergeburt berufen. So wie wir vorher als Menschen wurden, dass wir aus Gott gezeugt werden, nicht mehr aus dem Willen des Mannes, nicht mehr aus dem Fleisch, nicht mehr aus dem menschlichen Wesen heraus, sondern direkt aus Gott gezeugt, direkt aus Gott geboren. Aber siehst du, auch wir Christen, die wir uns wiedergeboren nennen, auch uns wurde ein Nestraub. Der Feind ist auch bei uns gekommen, bevor wir in diese göttliche Natur richtig durchgebrochen sind.
noch in der Schale, in der Eierschale unseres fleischlichen Wesens noch gefangen, kommt der Feind, nimmt dieses Ei aus dem Nest und legt es in sein Hühnernest, in sein erniedrigtes, menschliches, sterbliches Wesen und sagt dir, gehütet unter der Henne der falschen Lehre und der Tradition, ich möchte sagen der diabolischen Tradition, sagt er dir, hör zu, sei nie wieder hochmütig, versuch nie wieder zu sein wie Gott, denn du bist ein sterblicher Mensch, du bekommst die Gnade, alles im Himmel oben. Aber sei jetzt schön demütig, bleib immer mal schön auf dem Boden. Schau immer mit dem Blick ein bisschen da nach unten, bleib sterblich. So sind wir gelehrt worden, siehst du? Auch uns wurde wieder ein Nest abzuteilen. Wir kennen als Christen gar nichts mehr anderes, als in diesen niedrigen Sphären des Menschseins zu bleiben. Und der Teufel hat nichts anderes im Sinn, die ganze Zeit, als um uns niedrig zu halten. Es erinnert mich ein bisschen an eine Zeit in meiner Jugend, in meinem 8. Schuljahr war das, da hatte ich einen Lehrer, der denunzierte uns Schüler permanent. Jede Schwachstelle, die er fand, benutzte er als Anlass, uns zu predigen, Evo, aus dir wird einmal nichts. Das hat er nicht nur mir gesagt, das hat er jedem Schüler gesagt, der irgendeine Schwachstelle hatte, der einen Fehler beging, aus dir wird wirklich nichts. Das war seine ständige Predigt. Ich habe mich oft gefragt, war es vielleicht dieser Mann und dieser dämonische Samen, der von ihm ausging, war das vielleicht der Grund, dass etliche es wirklich nirgendwo hingebracht hatten? Einige sind nicht mehr, die sind frühzeitig gestorben, elend zugrunde gegangen. Andere sind wirklich nichts geworden. Und das ist der Teufel, siehst du, er ist beschäftigt, dir immer zuzusagen, du wirst nichts. Den ersten Fall hat er gesagt, du wirst ganz schnell etwas, du wirst ganz schnell Gottes Wesen anziehen. Und jetzt sagt er, das ist gar nichts für hier unten. Jetzt kommt er von der anderen Seite. Und wir sind gekommen, um dir zu sagen, höre diesen Schrei. Höre diesen Schrei. Er sagt, du sollst nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus Fleisch, sondern aus Gott wiedergeboren werden. Was denn wiedergeboren? Du sollst wieder zu dem werden, was der Ursprung war. Aber bei Gott weißt du, wenn Gott wiederherstellt, das griechische Wort dafür ist Apokatastasis. Apo sagt schon darauf, darauf Wiederherstellung. Wenn Gott wiederherstellt, ist es wie bei Nebukadnezar. Selbst der gottloseste König, als er 7 Jahre bei den Hühnern lebte, ich bleibe ein bisschen bei diesem Bild, als er 7 Jahre wie ein Huhn leben musste, draußen auf dem Feld, bis er Flügel hatte, Haare hatte wie ein Adler, ja, da wurde er endlich wieder begnadigt. Aber es war ein gottloser König. Am Schluss heißt es, er bekam noch weit mehr an Herrlichkeit dazu. Warum? Weil Gott ihn wiederhergestellt hatte. Und so kannst du es überall in der Schrift lesen. Wenn Gott begnadigt, wenn Gott wiederherstellt, ist das Neue immer besser als das Alte. Er flickt nicht zerbrochene Scherben, zerbrochene Krüge zusammen. Apokatastasis ist immer auf einen weit höheren Grund wiederherstellen. Und darum sage ich, die Wiedergeburt, die Jesus von uns fordert, meint nicht zurück zu Adam und Eva. Es meint eine neue Kreatur. Und so lesen wir es in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn nun irgendjemand gläubig geworden ist, ist nun jemand in Christus, heißt das, so ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Ich möchte das noch mit einem ergänzenden Wort sagen. Neue Schöpfung heißt eine neue Ordnung, eine neue Einrichtung. Und neu, das Wort neu, das Kenos im Griechischen, meint eigentlich etwas unerhört Neues, etwas unerwartet Neues, etwas ganz Besonderes. Also ist jemand in Christus, ist er etwas ganz Neues, eine ganz besondere neue Schöpfung, eine ganz neue Ordnung, eine ganz neue Einrichtung. Ich frage dich jetzt eine Frage, damit du etwas mitnimmst heute an Denken, an Wissen, an Erkenntnis, dass du nie wieder vergessen sollst. Es ist wichtig, dass du jetzt gut zuhörst, was ich sage. Jetzt mache ich was ganz Simples. Ich frage dich jetzt mal, das sage ich jetzt, um diese neue Schöpfung zu verstehen, um was es jetzt geht. Jetzt frage ich dich einmal, wer von euch hat ein Haustier? Darf ich mal eure Hände sehen? Oh, das sind viele. Ruf doch mal irgendeinen Namen von seinem Haustier. Oh, ich höre das gar nicht. Schildkröte, gut, die habe ich jetzt durchgekriegt. Also, wenn eine Schildkröte Junge bekommt, die legt, glaube ich, Eier, ja, was schlüpft denn da aus, wenn sie kommen? Schildkröten. Wer hat noch ein anderes Haustier?
Katze. Was bekommt eine Katze, wenn sie Junge kriegt? Katzen. Ein Pferd. Was bekommt ein Pferd? Ein Pferd. Nicht ein Pony? Ein Hund. Was bekommt ein Hund, wenn er Junge bekommt? Da gibt es da gar keine Ausnahmen. Nein, es gibt keine Ausnahmen. Du kannst die ganze Schöpfung Gottes studieren. Die Maus bekommt Mäuse, der Floh bekommt Flöhe. Der Hund auch. Aber er gebiert sie nicht. Der Hirsch ein Hirsch, der Löwe ein Löwe. Nimmt tausende von Tieren. Es ist immer dasselbe, wie es bei den Pflanzen. Deine Pflanzen zu Hause. Kommt aus dem Kirschbaum plötzlich eine Orange raus. Oder aus dem Dornstrauch plötzlich eine Dattel. Jede Pflanze bringt exakt immer das hervor, was sie selber ist. Stimmt das? Es ist bei Pflanzen so, es ist bei Tieren so, es ist bei Menschen so. Was kommt raus, wenn Gott gebiert? Gottes Kinder, sagt jemand. Seht ihr, und da machen wir immer Kompromisse. Dann sagen wir, wenn Gott gebiert, kommen Kinder Gottes raus. Plötzlich sind es Kinder Gottes. Dann haben wir nicht den Mut zu sagen, wie ein Mensch gebiert ein Mensch, ein Gott gebiert ein Gott. Plötzlich sagen wir Kinder Gottes, Gottes Kinder. Und meinen das rein irgendwo abstrakt, versteht ihr? Gott hat uns die ganze Schöpfung gegeben, Römer 1, zur Belehrung, wie Gott ist, wer Gott ist, wie er funktioniert, wie die unsichtbaren Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge abfolgen sind. Wenn Gott davon spricht, dass wir nicht aus dem Geblüt des Mannes, nicht aus Fleisch, nicht aus Willen des Mannes, sondern aus Gott wiedergezeugt worden sind, aus seinem Samen, dann bitte schön, machen wir doch nicht diesen hühnerhaften Fehler noch weitere Jahrtausende, dass wir dann sagen, ich habe mich bekehrt, nun bin ich ein Kind Gottes geworden, im Sinne, Gott liebt mich wie ein Kind. Verstehst du, was ich sage? Wir meinen das mit der Gotteskindschaft ganz genau gleich, ich möchte es fast mystisch nennen, so irreal. Wir meinen das genauso irreal, wie wir nicht glauben, wenn wir sagen, wir haben Jesus aufgenommen in uns, dass wir nicht damit meinen, dass wir wirklich eine Person in uns tragen. Wir meinen beides irgendwo mystisch, nicht fassbar, theoretisch. Ich sage immer, den Onkel Hans im Herzen haben und Jesus im Herzen haben, ist etwa dieselbe Schiene bei uns Christen. Ja? Wir aber sind gekommen, um zu sagen, hey, eine Person ist vom Himmel heruntergekommen, nicht ein Dogma, nicht eine Lehre, nicht eine Meinung, eine Person, eine lebendige Person, die schon zu Pfingsten, als sie mit dem Heiligen Geist ausgegossen wurde, in allen Sprachen reden konnte. Das kann nur eine Person, nicht ein Dogma, verstehst du? Wenn du Jesus nur im Herzen hast wie den Onkel Hans, wirst du nicht in Sprachen sprechen, die jeder versteht. Du wirst all die Zeichen und Wunder nicht vollbringen, die vollbracht worden sind durch die Apostel und so weiter. Wenn nur eine Ideologie in dich gekommen ist, nur ein Gefühl, eine Zuneigung in dein Herz, das geschieht nur, wenn eine Person in dich reingekommen ist. Die Person ist in uns reingekommen. Das ist unser Christus. Also, ich fasse zusammen. Wenn Gott Junge macht, ich sage dir jetzt, was er hervorbringt, dann bringt er Gottheiten hervor, die gleichzeitig Menschen sind. Mensch, Gott bringt er hervor. Warum? Jesus ist die Offenbarung Gottes, das Abbild. Das gleiche Wort übrigens, wie du findest, wie Adam und Eva geschaffen wurden. Sie wurden im Bilde, in der Gleichheit Gottes geschaffen. Jesus war das Bild, das Ebenbild Gottes. Er war das Wesen, die Wesenhaftigkeit, der Abdruck, der Abglanz, die Herrlichkeit Gottes, die Sichtbarwerdung Gottes, die Menschnatur Gottes. Unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist mit anderen Worten, von jeher war er Gott und Mensch. Von jeher. Also wenn ein Gott, der von Natur Mensch und Gott ist, von jeher, wenn der Kinder zeugt, dann kommen Menschenkinder hervor mit Gottes Natur. Im Geist eins mit dem Gott, der das All umspannt. Verflossen wie Wasser in Wasser verfließt. Kann nicht sagen, wo beginnt das eine, wo hört das andere auf. Wasser verbindet sich mit Wasser zu einem Wesen. Gott und Mensch im Geiste eins mit Gott. In der Seele zusammengeseelt. Eine Seele, die Menschheit. Und ein Organismus für Gott. Da hinein hat Gott uns wiederhergestellt. Seht ihr? Da hinein. Er ist gekommen, um zu sagen, du bist eine Gottheit. Jesus hat sie deshalb ans Kreuz geschlagen. Er wird Erstling genannt. Man hat ihn ans Kreuz geschlagen und hat gesagt, weil du lästerst,
Nicht, weil du gute Werke tust, sondern weil du gelästert hast, weil du, der du ein Mensch bist, dich Gott gleich gemacht hast. Darum musst du jetzt sterben. Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen dafür. Aber wie hat sich Jesus verteidigt? Hat er etwa gesagt, das war doch eh nur so symbolisch gemeint, oder? Natürlich, Gott ist im Himmel, Mensch ist auf der Erde. Er hat das nicht so argumentiert. Er hat Folgendes argumentiert, Johannes 10, 35, kannst du das nachlesen. Er hat gesagt, steht denn nicht in euren Bibeln, in euren Schriften, im Gesetz geschrieben, und die Bibel kann nicht aufgelöst werden, steht nicht im Gesetz geschrieben, ich, spricht Jahwe, ich habe euch gesagt, ihr seid Götter. Ihr seid Götter. Und wenn er die, die die Schrift lesen, sagte, wenn er euch Götter genannt hat, wieso lästert ihr mich, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Lest das wieder mal nach, Johannes 10, 35. Das ist ein Zitat aus Psalm 82, Vers 6. Wir sind Götter. Götter ist für uns ein abgedroschener Begriff. Ich korrigiere das mit dem griechischen Wort zuerst einmal. Das Wort im Hebräischen, im Griechischen, dasselbe in der Septuaginta. Das Wort ist einfach die Mehrzahlform von Gott. Es bedeutet nicht Götter so im Sinne, wie wir das abgeklatscht in uns drin haben. Götter ist ein Synonym für uns für Götzen. Für etwas Schlechtes. Stimmt das? Stimmt das? Wenn wir Götter hören, ist das etwas Schlechtes, aber der Urtext ist etwas Gutes. Es ist einfach die Mehrzahl von Gott. Im Griechischen Theos oder Theis. Die Mehrzahlform einfach. Gottheiten nenne ich sie mal, um einen neuen Begriff hier zu kreieren, dass du dich daran gewöhnen kannst. Also er ist gekommen, um uns diese Botschaft zu geben, ihr seid wie ich, ihr seid Gottheiten. Er hat es mit uns gerechtfertigt, weil Gott den Menschen so genannt hat. Gott selber hat ihn so genannt. Oh, wenn wir das heute verstehen möchten, dass wir heute zurückkehren möchten, dass wir die Vollkommenheit verstehen lernen. Vollkommen sein meint, dass der lebendige Gott, dass wir in den lebendigen Gott zurückgepfropft, eingeflossen wurden, wie Wasser zum Wasser zurückkommt, dass wir zurückgefunden haben in die Natur und dass Gott mit uns jetzt weit mehr vorhat. Weit mehr vor als jemals zuvor. Eine Natur mit ihm zu sein. Vollkommenheit bedeutet also, wenn ich das mal die Definition geben darf, bedeutet nicht eine menschliche Leistung von dir. Vollkommenheit hat nichts mit Anstrengung zu tun, dass du etwas angestrengt leisten müsstest, etwas durch Leistung hervorbringen müsstest, gewissermaßen so einen vollkommenen Wandel hervorbringen müsstest und hey, hast du das geschafft, dann bist du vollkommen. Vollkommen sein bedeutet, den Vollkommenen in uns zu haben. Gott als der Vollkommene, so wie er vollkommen ist, im All und überall, so vollkommen ist er gewiss auch, wenn er in uns Wohnung gemacht hat. Vollkommen sein hat nichts mit menschlicher Leistung, sondern mit Naturvoraussetzung, mit Veranlagung, mit schöpferischer Grundveranlagung zu tun. Vollkommenheit bedeutet, die Vollkommenheit Gottes ist dir verfügbar, dass du andocken kannst, dass du aus ihr heraus leben kannst. Vollkommenheit Gottes bedeutet, ich nehme jetzt ein anderes Bild, bedeutet das Betriebssystem, ich rede jetzt bildlich wieder, das Betriebssystem, das beim Sündenfall total in die Brüche ging. Die abgebrochenen Flügel, nenn es wie du willst. Das Betriebssystem, das beim Sündenfall total in die Brüche ging, das ist mit Jesu Ausgießung in uns durch den Glauben komplett erneuert wiederhergestellt worden. Es geht darum, dass der Vollkommene in uns wohnt und dass wir aus der Grundveranlagung hervor wieder alle Knöpfe haben, die funktionieren jetzt alle wieder. Vorher funktionierten nur noch drei. Begehren, fürchten und sich sorgen. Das waren etwa die drei Tasten, mit denen wir funktionierten. Jetzt funktionieren wieder ein paar Millionen. Ich rede jetzt eigens in Bildern, um die Verhältnisse klarzumachen, um was es geht. Also wenn wir gekommen sind, um euch heute von der Vollkommenheit zu predigen und zu singen, sind wir nicht gekommen mit der Botschaft, hey, wir machen keine Fehler mehr. Und ob wir Fehler machen, stell dir vor, mit einer Million Knöpfe, ich drücke hier, ich drücke da, ist wie ein Programm, wenn du zu Hause ein neues Computerprogramm hast. Wenn du keine Nerven hast, wir haben zu Hause Schnittprogramme und Tonprogramme, unglaubliche Dinge, die können schlicht alles, aber wir schlicht nichts. Du musst Monate lernen, bis du weißt, welchen Griff du wann machen musst, damit das zustande kommt, was das alles kann. Aber siehst du, wenn du nach 3, 4 Versuchen dem Teufel lauschst, der sagt, du wirst nie fliegen, und er labt dir nur immer die Karriere auf der Hühnerleiter, oder? Rauf und runter, und sagt, du wirst es nie schaffen. Wenn du bei 4, 5 Versuchen aufgibst und sagst, Vollkommenheit gibt es nicht, das funktioniert nicht, das Ding, und dann trittst du da rein wie ein Huhn, oder ein Mensch.
ist deshalb das Programm schlecht. Wir sind nicht gekommen, um euch zu sagen, dass wir keine Fehler mehr machen. Wir sind gekommen, um zu sagen, wann endlich verstehen wir, dass die Vollkommenheit in uns angelegt ist, dass sie zum Gebrauch da ist, dass wir endlich nach der Gebrauchsanweisung fragen und dass wir nicht Ruhe geben, als bis wir das Leben in der Gottesfülle wieder beherrschen. Versteht ihr? Wenn wir noch nicht mal daran glauben, dass es in uns angelegt ist, wie könnten wir das Ding jemals in Betrieb nehmen? Wir machen Bedienungsfehler, das ist unser Problem. Und an den Bedienungsfehlern leiten wir ab, wir sind nicht vollkommen. Du bist vollkommen gemacht. Mit einem Opfer, heißt es in Hebräer 10, Vers 14. Wir sind mit einem Opfer Jesu ein für allemal vollkommen gemacht worden. Und dieses ein für allemal bedeutet im Griechisch, wir sind durch ein Opfer ein für allemal für immer, das heißt ununterbrochen für die Ununterbrochenheit vollkommen gemacht worden. Was heißt das im Klartext? Das heißt im Klartext, dass alles, was Gott ist, alles, was Gott kann, alles, was Gott vermag, alles, was Gott weiß, alles, was Gott ausmacht, dass du potenziell jederzeit alles auch tun kannst, auch wissen kannst, auch sein kannst, weil du eins, eine Natur mit ihm geworden bist. Jetzt magst du sagen, das ist verrückt, du bringst hier eine falsche Lehre, das ist unmöglich, das haben wir nie gesehen. Das stimmt nicht, dass du es nie gesehen hast. Du hast es gesehen, aber immer nur mit Unterbrüchen. Du siehst es seit 6000 Jahren, aber immer nur mit Unterbrüchen. Und darum heißt das Neue, die Apokatastasis, die Wiederherstellung, nicht mehr mit Unterbrüchen. Wir sind zur Durchlässigkeit, zur Ununterbrochenheit in der Vollkommenheit Gottes berufen. Es ist nicht so, dass alle paar Jahre, paar Jahrhunderte wieder oder paar Jahrzehnte wieder irgendein großer Prophet daherkommt, der die Natur Gottes beweist hier auf der Erde und dann schlafen wir wieder ein. Es ist nicht mehr so, dass Einzelne kommen, die das haben und die anderen haben es nicht. Das Neue, das Gott bringt, das er verheißen hat, ist das der Adlerschrei, dass du den annimmst, dass jeder hier drin den wieder annimmt und sich mit den Flügeln wieder hoch zu schwingen lernt, dass das ganze Volk hochtritt, das ganze Volk aus dem Tod aufersteht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird selber eine Quelle werden und er wird nicht mehr den Tod sehen. Er wird, auch wenn er lebt, er wird nicht mehr den Tod sehen, wenn er glaubt. Das war das Programm, das Ziel, verstehst du? Wir haben die ganze Fülle der Gottheit leiblich in uns ausgegossen. Das ist so etwas Gewaltiges. Und wir sind gekommen, um euch diese Botschaft rüberzubringen. Und ich sage nochmal, wenn du sagst, das kann nicht sein, das stimmt nicht, Gottes Natur, du übertreibst hier, dann sage ich dir ein paar Erinnerungen und dann bin ich Schluss, am Schluss meiner Rede. Dann werden wir dann singen und das Ganze weiter aufbauen. Seht, wenn irgendeiner in unserer Mitte ist, der behauptet, das ist ein Übertreiben, was du hier sagst, dann schau mal, was in der Schrift geschehen ist. Schau mal, schon der siebte nach Adam, Henoch, was ist mit dem geschehen? Es heißt, weil er mit Gott Schritt hielt, weil er mit Gott wandelte, nahm Gott ihn zu sich. Er wurde entrückt, sagt uns das Neue Testament wortwörtlich. Siehst du, 6000 Jahre später harren wir immer noch auf die Erfahrung, die einer schon vor 6000 Jahren gemacht hat. Was war denn das? Er hat nicht nur geglaubt, wie wir meinen, er ist mit Gott gewandelt. Vollkommenheit hat mit einem praktischen Wandel zu tun, hat mit Fortschritten in der Gottesnatur zu tun. Darum sagt 2. Petrus 1, dass wir die Natur Gottes anziehen sollen, dass wir sie zurückgewinnen sollen, weil sie da ist, zum Gebrauch, nicht zum Liegenlassen und Sterben und Verenden. Seht, da gingen Menschen über die Erde. Ich könnte jetzt hier Stunden nur über diese Menschen sprechen. Wir sind gewohnt, das unter Kategorie Zeichen und Wunder abzulegen. Aber ich empfehle ab heute, dass wir alles, was wir im Alten Testament der Zeichen und Wunder lesen, dass wir das mit Gottes Natur in Menschen gleichsetzen. Siehst du, wir sagen immer, mit Jesus hat das Ganze begonnen, aber das stimmt gar nicht. Also wir meinen damit mit Jesus sogenannter erster Ankunft. Das stimmt gar nicht. Ich habe den Titusbrief neu übersetzt, der liegt draußen aus. Schon in Kapitel 1 kannst du lesen, dass vor allen Zeiten, den Äonischen, hat Gott verheißen, dass wir an seiner Gottheit Anteil bekommen. Dass wir an dem Leben des ewigen Gottes Anteil bekommen. Es hat nicht erst mit Jesus sogenannt erstem Ankommen begonnen. Denn weißt du, das muss ich jetzt noch abrunden, Jesus ist Gott, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, als seine Menschennatur. Gott hatte schon immer diese Mensch-Gott-Natur.
Es hat begonnen mit Jesus im Garten Eden, verstehst du? Jesus ist im Garten Eden gewandelt, so war du dort liest, Yahweh wandelte im Garten Eden, aber gesprochen mit Adam und Eva, als wäre es Jesus mit seinen 12 Jüngern. Ja? Es war Jesus. Es war Jesus beim Dornbusch. Es hieß, der Engel Gottes, heißt es in unseren Schriften, der Engel Gottes war im Feuer des Busches bei Moses. Ja? Wir haben immer gedacht, es sei ein Engel, aber hast du gewusst, dass im Hebräischen und auch im Griechischen das Wort Engel als klassisches Wort gar nicht existiert? Malach bedeutet einfach Sendbote, Vermittler, Bote, wie auch immer, aber nicht Engel notwendigerweise. Und merkt ihr das mal gut, überall wo im Alten Testament der Engel des Herrn, der Engel Jachs steht, kannst du Jesus an der Arbeit sehen. Gott war schon immer als Jesus gleichzeitig auf der Welt, einfach in immer neuen Erscheinungsformen. Da wandelt er im Garten Eden, da ist er bei Moses, da ist er als Melchisedek, kommt er daher, da wird er sogar noch klar definiert. Ja. Immer schon war er Gott und Mensch gleichzeitig, immer wieder erschien er und verschwand wieder, wie er halt ist. Ja. Aber er war immer schon in dieser Natur, die er uns beibringen möchte. Du bist Gottheit, bestehen als vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Aber das soll gelernt sein, das müssen wir neu lernen. Was ist geschehen, als dieser Jesus dem Moses im Dornbusch begegnete? Moses war von dieser Stunde an ein anderer Mensch. Natürlich berief er sich permanent auf sich. Jesus gab ihm Aufträge. Er hat ihm gesagt, was er zu tun hat, dass er sein Volk aus Ägypten führen soll. Und dann kannst du lernen, wie man in die Gottesnatur kommt. An Moses kannst du es lernen. Dieser Mann, der 40 Jahre fast verendet ist in der Wüste, ein Mörder im Exil, 40 Jahre, wer konnte weniger von sich halten als er? Hast du die Widersprüche Moses schon studiert? Genau wie du und ich. 7-mal argumentiert er. Wer bin ich? Er schaut immer nur auf sich. Wieso sagst du mir, ich soll das Volk aus Ägypten führen? Das kann ich doch nicht. Und ich kann nicht reden, ich bin kein redegewandter Mann. Jetzt haben die nicht auf mich gehört, wie sollten sie jemals hören? Wie sollte der Pharao auf mich hören? Hörst du all die Argumente? Und als Gott wirklich die Zornadern am Hals standen, heißt es, als er zornig wurde, hat er Moses geoffenbart, was er mit ihm vorhatte. Und das sage ich dir jetzt, damit du siehst, das hat nicht erst mit Jesus, sogenannt erstem Kommen, begonnen. Jesus war schon immer da. Was hat er ihm dort offenbart? Der Gott, den er sehen konnte. Er hat ihm geoffenbart, hat gesagt, als er wirklich zornig war über die ständigen Widersprüche und das ständige auf sich selber schauen, ich bin Mensch, ich bin verderblich, ich kann nicht, ich bin nicht. Lies es nach 2. Mose 7, Vers 1. Ich habe dich, Moses, dem Pharao zum Gott gesetzt. Und jetzt steht hier eine Einzahlform. Ich habe dich, Moses, wortwörtlich dem Pharao zum Gott gesetzt. Wann begreifst du das endlich? Und Aaron zu deinem Propheten. Wortwörtlich. Und dann leuchtet es Moses langsam ein, um was es ging. Weißt du, er lag da am Boden. Er lag da am Boden schon wieder. Du sagst, wie kann Gott so hart sein mit ihm? Da sind hinten die Ägypter. Vorne ist das Tote Meer. Er wird in Bedrängnis gebracht. Er schreit wie du und ich. Ja, Gott ist ja im Himmel, nicht für dich und mich. Oder? Gott ist ja im Himmel und du bist ja auf der Erde. Er ist ja ein Gott und du bist ja ein Mensch. Also liegt Moses am Boden und lehrt dich, wie es geht. Hilf, hilf. Er schreit und schreit und schreit. Und das ist die Antwort Gottes. Lies es nach, 2. Mose 14, 14. Moses bekommt die Antwort Gottes. Was schreist du zu mir? Jetzt könntest du argumentieren. Was schrei ich zu dir? Du bist Gott im Himmel, ich bin Mensch auf Erden. Gott sagt, nimm du den Stab, führe du das Volk raus, teile du das Meer. Hast du es auch schon so gelesen? Gott legt die ganze Gottesverantwortung auf Moses. Und da hat er seinen Stab, das ist der Glaube. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Er hat den Stab auszustrecken und es war Moses, der das Meer geteilt hat. Es war Moses, der die Mücken runtergeholt hat, die Stechfliegen, die Pest, die Finsternis. Nenne, was du willst, den zentnerschweren Hagel. Es war Moses, der die Geschwüre runterholte. Es waren Moses' Hände, die den Ruß hochwarfen und Geschwüre wurden daraus. Verstehst du? Es war Moses, Gottes Natur, von Jesus befohlen. Lebe in der Natur, die ich dir gegeben habe. Du bist dem Pharao zum Gott und Aaron ist dein Prophet. Was für eine Mühe hat Gott mit seinen Söhnen. Gott hat Gottheiten hervorgebracht. Sie leben wie die Hühner. Und er ist gekommen, dir diesen Schrei vom Himmel wieder zu geben, dass du kapitulierst und siehst, das war die Sünde. Nicht, dass wir Gottnaturen sind, sondern die Sünde war, dass wir uns losgelöst vom Meer, losgelöst vom Allmächtigen, losgelöst von seinen Wassern,
auf eigenem Wege, individualisiert zu Gottheiten entwickeln wollten. Die Sünde war nicht, dass wir Gott gleich sein wollten, sondern weil wir Gott gleich waren, haben wir die Gottgleichheit verlassen. Wir sind geraubt worden vom Adlerhorst zum Hühnerhof. Und da möge uns Gott heute zurückführen, dass wir das doch ein für alle Mal begreifen möchten. Jetzt muss ich aufhören zu predigen. Das macht die ganze Show. Nein, es ist keine Show. Machen wir den ganzen Morgen allein hier. Bitte steht mal auf. Also ich fasse das zusammen, das Ganze. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 2, ich tue euch das Evangelium kund. Und damit meint er im Urtext, ich offenbare es euch nochmals. Ich erkläre es euch nochmal. Denn ihr habt es nicht richtig gepackt. Er sagt, das Evangelium, das ihr, an das ihr glaubt, das ihr angenommen habt, ihr glaubt es, ihr habt es angenommen, ihr steht darin. Und er sagt, ihr werdet aber nur gerettet, wenn ihr es auch in dem Wortlaut annehmt, wie ich es euch gepredigt habe. So steht das Wort wörtlich dort. Verstehst du, wir haben Jesus angenommen, wir stehen im Evangelium, wir reden davon, von Jesus, seit es uns gibt, ja? Aber wir haben den Wortlaut nicht gehört. Und was ist der Wortlaut? Ich möchte ihn mit diesem Lied singen. Der Wortlaut, der uns die Rettung auch praktisch macht, nicht nur theoretisch, der uns nicht vergeblich glauben lässt, wie Paulus dort sagt. Wenn du den Wortlaut nicht verstehst, hast du vergeblich geglaubt. Der Wortlaut aber heißt, ihr seid. Du bist nicht zum Glauben gekommen, um einst, irgendwann, irgendwas. Ihr seid mit einem Opfer ein für alle Mal vollkommen gemacht. Ihr seid mitgestorben, ihr seid miterweckt worden, ihr seid mit in himmlische Örter versetzt worden mit ihm. Ja? Ihr seid gereinigt, ihr habt die Apolytrosis und die Aphesis, das meint den Loskauf und die Loslassung der Sünden. Ihr seid, das wäre jetzt eine ganze Predigt für sich. Und darum musst du lernen, das zu sagen, was du bist. Ich bin, der ich sein werde. So nennt sich Gott, als Mose sagt, ich weiß noch nicht mal deinen Namen. Ich bin, sagt er, sag ich bin. Aber du musst es mit den richtigen Ohren hören, das ist ein Schlüssel. Das war der Schlüssel für Moses. Moses, schrei nicht immer zu mir, sag, ich bin. Hast du verstanden? Sag mal, ich bin. Ah, das ist ein schönes Wort. Zwei schöne Worte, ich bin. Und damit überheben wir uns nicht, damit machen wir uns nicht in einer Art sträflich oder strafbar, dafür gehören wir nicht ans Kreuz. Dafür bekommen wir Gottes endlichen Applaus, wenn er nicht schon zu müde ist vom langen Warten. Lernen wir heute wieder sagen, ich bin, was er ist, das bin ich. Und weil ich bin, darum bin ich. Und weil ich bin, darum werde ich. Ich schlage mit anderen Worten meine Flügel, weil ich ein Adler bin, nicht weil ich ein Adler werden möchte. Aber der Preis dafür ist das Hühnerhofleben. Ich bin. Weil du Gott, der du Himmel und Erde erschufst, uns in Jesus, dem Christus, zur Gottgleichheit rufst, weil du Gott von dir selbst sagst, ich bin der, ich bin, sag auch ich voller Glauben mit größtem Gewinn. Weil ich bin, darum bin ich, weil ich bin, darum werde ich, weil ich bin, will ich, was ich werden soll. Weil ich bin, darum bin ich, weil ich bin, darum werde ich, weil ich bin, will ich nun sein, was ich bin. Weil du Gott uns im Blut deines Sohnes versöhnt, uns mit all jeder Segnung der Himmel gekrönt, weil die Fülle der Gottheit du gabst uns durch dich, sage glaubend, vervollständigt in dir auch ich, weil ich bin, darum bin ich, weil ich bin, darum werde ich, weil ich bin, will ich nur
sein, was ich bin. Weil ich hab, bevor ich habe, werde ich haben, was ich habe. Weil nur der hat, der da hat, bevor er hat. Weil du Sünd, Tod und Teufel besiegt in der Schlacht und mit nur einem Opfer vollkommen gemacht. Weil du Gott in mir wohnst, in mir glaubst, in mir strebst, weiß ich, dass du auch allzeit dich in mir neu belebst. Weil ich bin, darum bin ich, weil ich bin, darum werde ich, weil ich bin, werde ich, was ich werden soll. Ja, ich habe, was ich habe, weil ich hatte, ehe ich hatte, weil nur haben wird, wer hat, bevor er hat. Weil du Gott uns wie Josua schon geschenkt hast, alles Land, willst du alles durch uns wirken mit vollkommener Hand. Weil du Gott in mir hochsteigst und beherrscht jede Lage, darf ich völlig sein und mitgehen, bin nur glaubend, ich sage. Weil ich bin, darum bin ich, weil ich bin, darum werde ich, weil ich bin, will ich nur sein, was ich bin. Weil ich war, bevor es wurde, weil ich sah mit Gottes Augen, werde ich sein, wie Gott schon immer mich sah. Weil du Gott uns gekreuzigt und mit auferweckt, uns in Christus in himmlischen Örtern versteckt, uns durch Loskauf und Loslassung Vollmacht verliehen, muss nun Hölle, Tod und Teufel vor dem Ausruf entfliehen. Weil wir sind, darum sind wir, weil wir sind, darum werden wir, weil wir sind, werden wir sein, was wir sind. Nur wer hat, dem wird gegeben, sie wir haben und wir leben, Tod entfliehen, Gott wohnt leiblich in uns. Weil wir sind, darum sind wir, weil wir sind, darum werden wir, weil wir sind, werden wir sein, was wir sind. Nur wer hat, dem wird gegeben, sie wir haben und wir leben, Tod entflieht, Gott wohnt leiblich in uns. Gott wohnt leiblich in uns. Ja, das Wort Vollkommenheit, das war bis zum heutigen Tag ein exotisches Wort für die meisten, aber ab jetzt wird das anders. Ja, ich kenne auch selber zwei Gruppen von Menschen, die beide
in gleicher Maße rot sehen, wenn sie dieses, eben dieses exotische Wort Vollkommenheit hören. Die eine Gruppe der Menschen, die, das sind diese, die einfach bei sich denken, Vollkommenheit ist eh nicht für mich, Gott ist vollkommen, wir nicht, wir sind allzumal Sünder, wir werden ewig die Sklaven der Sünde bleiben, ja, so bekommt man das gelehrt. Und das bedeutet also, alles, was mit Vollkommenheit zu tun hat, das ist im Himmel angelegt, in der Ewigkeit, wenn wir mal tot sind. Das ist die eine Gruppe von Menschen. Und die andere Gruppe Menschen, die glauben doch, dass es eine Vollkommenheit gibt, weil man kann es nicht ganz übersehen, in der Schrift steht, es gibt Worte wie zum Beispiel, ihr sollt vollkommen sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Also man kann sich ganz wegradieren. Aber das löst dann in diesen Menschen gleichermaßen sofort diese eigene Anstrengung aus. Also wenn es Vollkommenheit gibt, dann bedeutet das, ich muss da unbedingt hinkommen. Das heißt, ich muss mich anstrengen, ich muss, Gott fordert ja etwas von mir, dem ich dann genügen muss. Das ist der Horizont dieser anderen Gruppe der Menschen. Aber ich glaube wirklich, es gibt noch eine dritte Gruppe und dazu zählen wir uns. Und zwar Menschen, die glauben, es gibt eine Vollkommenheit, weil es so steht. Aber das kann nichts mit unserer eigenen Anstrengung zu tun haben. Die sehen eine Vollkommenheit, die an eine Verheißung anknüpft, an etwas, was von Gott herkommt, so wie es Ivo schon gesagt hat. Und so erleben wir eigentlich auch aufgrund dessen, dass wir hier stehen und von dieser Vollkommenheit sprechen, erleben wir eigentlich ein ganzes Stück Verfolgung. Also wir werden eigentlich an vielen Orten durch den Schmutz gezogen, weil das ist sehr unbequem. Also wenn jemand hier steht und spricht von Vollkommenheit, dann nimmt das so ein bisschen das schöne Ruhekissen weg. Und so geht es auch vielen Predigern und vielen Lehrern und Theologen. Es stellen sich alle Nackenhaare auf, weil die Theologie das alles so schön in die Zukunft verlegt hat. Und auf diesem Ruhekissen steht dann dick drauf, im Himmel, in der Ewigkeit, morgen oder eben, wenn wir dann tot sind. Und da muss ich einfach sagen, das kann es nicht sein. Und ich muss dem einfach etwas entgegenhalten, so wie es Ivo einfach mal in einer Botschaft gepredigt hat. Und das ist mir sehr ins Herz gefallen, das ist mir immer geblieben. Und zwar, das war nur ein Nebensatz, aber er hat gesagt, denkst du allen Ernstes, Gott hätte Interesse daran, dass du ihm den Sieg über deine Probleme bringen kannst? Und da habe ich gemerkt, ja, das kann es nicht sein. Nein, im Gegenteil. Dafür schickt er ja die Probleme, dafür schickt er uns die Schwierigkeiten, dafür schickt er all diese Dinge, dass wir lernen, zu ihm zu kommen, dass wir lernen, zu glauben, dass wir lernen, zu ihm zu rennen und unsere Schwachheiten zu ihm zu bringen. Und dort kann er dann anfangen, erst das Werk, dort kann er erst beginnen, in uns zu wirken. Und ich glaube, das ist einfach für Gott das Abscheulichste, was es gibt. Menschen, die also selbstgerecht für sich sind, selbstgerechte Gutmenschen, die einfach Gott nicht brauchen. Und das war schon immer das Problem, auch als Jesus hier auf der Erde gewandelt ist. Er war ja so ein sanftmütiger Mensch. Eben Gottes Sohn, aber er hatte ständig Kollisionen, und zwar genau immer mit derselben Gruppe Leute. Das waren eben diese Frommen, die Selbstgerechten, die ihn nicht brauchen. Und so hat er ihnen immer ins Gesicht gesagt, die Huren und Zöllner und Sünder gehen euch voran ins Reich, weil die eben schwach waren in sich, sie wussten, dass sie es nicht können. Und deshalb spüre ich genau, dass es eben nicht etwas zu tun haben kann damit, dass ich etwas leise, sondern damit, dass ich mit meiner Schwachheit eben zu ihm kommen kann, dass es nicht Gottes Interesse ist, dass ich was für ihn zustande bringe. Und mir kommt da immer einfach auch diesen Vergleich in den Sinn von der Ehe. Die Ehe ist ja auch ein Abbild auf die Beziehung zu Gott. Und in der Ehe ist es doch auch so, wenn der Ivo nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und den Fuß über die Schwelle setzt, dann interessiert es ihn doch nicht in erster Linie, will er doch nicht sehen, ob ich jetzt alles heute perfekt gemacht habe, ob da kein Staub liegt, ob ich alle Wäsche bewältigt habe, ob alles in Ordnung ist. Nein, wenn er reinkommt, dann möchte er mich doch in den Arm nehmen, er möchte mir in die Augen sehen, er möchte mich, er möchte mein Herz und nicht das, was ich für ihn zustande gebracht habe. Und,
Und das ist genauso mit Gott, also es geht hier um Beziehung, es geht um Vereinigung, es geht um Beziehung. Und ich habe einfach für mich gemerkt, wenn genau an diesem Punkt, wo ich einfach meine Schwachheit zu Gott bringe und ich merke, ich schaffe es nicht allein, ich kann meine Schwachheit bringen, aber dort kriege ich dann auch diese Offenbarung von dem, dass eben er alles ist, dass er die Vollkommenheit in mir ist. Dort fallen mir die Schuppen von den Augen, dort gehen mir die Augen auf, dass es ja gar nichts mit mir zu tun hat, sondern dass es sein Versprechen ist, dass es seine Sache ist, weil, wie Ivo das vorhin erklärt hat, so vollkommen wie Gott da draußen ist und der alles so wunderbar geschaffen hat, genau in dieser Weisheit und Vollkommenheit lebt er jetzt in mir. Und dort offenbart er mir, dass er das in mir alles hochsteigen lässt, dass es möglich ist, dass er mir Signale gibt, dass ich auf den Frieden achten kann, dass ich mitfließen kann mit seinem Geist. Und dort beginnt etwas ganz anderes, was eben nichts mit mir zu tun hat, wo ich feine Ohren bekomme, auf den Geist, auf ihn zu hören, wo ich die Antenne ausstelle und dann merke ich, es ist dort, wo ich eben dann mein Herz bei ihm habe und dort nicht etwas für ihn tue, sondern das begreife, dass er es in mir tun will. Dort beginnt es erst wirksam zu werden, dieses Geheimnis. Ich kann es nur immer wieder mit der Ehe vergleichen. Ich sehe einfach, wie es in Epheser 6 heißt, die Ehe ist ein Abbild. Es ist ein Anschauungsmaterial, das wir verstehen. So wie die Beziehung unter uns Menschen in der Ehe funktioniert, so ist es auch bei Gott. Und da kann ich einfach immer wieder sehen, wie das Ganze funktioniert, weil in der Ehe ist es auch so, ich bin Gott so dankbar, dass ich immer so schwach war, so unfähig, auch in allem. Und dort habe ich es dann erlebt, eben diese ganzen Überforderungen in meinem Leben, zum Beispiel eben die 10 Kinder, 11 Kinder und dann die ganze Arbeit, wo wir drin stehen. Ich war immer an der Grenze. Eben zuerst kamen die beiden Jungs, da waren wir mitten in einer Verfolgung und ich hatte keine Ahnung von nichts, ich wusste nicht mal, ich konnte nur sagen, Herr, wie nimmt man so ein Baby in die Hand? Ich wusste nicht mal, was machen, ich wusste nur eines, ich darf kein Buch lesen, ich darf keine psychologische Pfütze in mich aufnehmen, sonst höre ich nicht mehr, was Gott mir sagt. Ich war einfach immer überfordert, zuerst die beiden Jungs, nachher kamen drei Mädchen. Es ist ja noch mal eine Familie heute, nicht? Und da war es dann noch so, dass die Noemi, die konnte noch nicht mal laufen, wo die Sulamit schon auf der Welt war. Und ich wusste nie, wie soll das gehen, nicht? Ich kann doch nicht zwei Kinder tragen und dann alles miteinander. Und dann kamen noch mal drei Jungs und dann noch mal drei Mädchen. Und es war immer so, dass ich immer zu Ivo kommen konnte und sagen, oh Ivo, ich weiß nicht, wie ich es schaffe, ich komme nicht hin. Du musst mir helfen, nur schon den ganzen Kleiderberg, wie soll ich das alles verwalten? Und immer wieder habe ich erlebt, in diesem Moment, ich erinnere mich ja auch noch an die Situation, wo ich das erste Mal so bedürftig zu Ivo gekommen bin und weil ich so richtig auf den Deckel bekommen habe, ich merke, ich kann es nicht allein, bin ich gekommen und sage, Ivo, schau, jetzt bitte mach, nimmst du. Und dann habe ich richtig erlebt, wie in ihm der Geist hochgekommen ist und er selber hat geeifert darum, mir zu helfen, mich da zu unterstützen und so war es hunderte Male. Der Geist kam auf ihn und er ist geflossen, er hat mir Lösungen gezeigt und ich hatte zum Beispiel eben mit den Kleidern, hat er gesagt, komm, wir machen es doch wie in der Armee. Die haben alles so nach Art sortiert, Hosen, Hemden, Socken, Unterwäsche und so. Und da kannst du nur immer dort ziehen, wo du was brauchst. Und es hat einfach funktioniert, so hat es immer wieder funktioniert, dass dann die Weisheit geflossen ist in meine Bedürftigkeit, in meine Abhängigkeit. Und da sehe ich einfach diese Parallele. Aber es ist halt einfach so, dass viele, gerade viele Frauen, die verheiratet sind, sie denken, oh, hoffentlich redet er mir nicht rein. Ja. Ich kann ja alles so gut, ich weiß es selber Bescheid und so. Und auf diesem Weg ist eben keine Vollendung, weil Gott hat es so gesetzt, Gott hat es gesetzt, er ist meine Vervollständigung. Und wenn ich vollkommen werden will, dann muss ich mich auf diesen Weg begeben. Genauso ist es eben in der Gottesbeziehung. Wenn ich vollkommen werden will, dann
kommt, muss ich in dieser Bedürftigkeit sein, in dieser Schwachheit, wo ich wirklich zu ihm komme und mit ihm rechne, von ihm das erwarte. Und eben die Ehe ist wirklich ein tolles Anschauungsmaterial dafür. Und ich muss aber ehrlich einfach sagen, es gibt so viele, die haben das völlig nicht begriffen, dass ihre Beziehung zu Gott gar nicht anders ist als sie zu ihrem Ehemann. Weil das, was sie zum Ehemann sagen, sagen sie auch zu Gott, aber sie denken, das ist voneinander getrennt. Sie denken, ich habe eine gute Beziehung zu meinem Gott. Ich bete und ich faste und ich singe in Zungen und im Geist oder was weiß ich was. Aber wenn sie dann mit dem Mann eine Begegnung haben, dann ist er für sie schon schön da unten, weil er weiß nicht so viel wie ich und er ist noch nicht da oder ich weiß nicht, ich bin nicht so gläubig. Aber es ist alles nicht der Weg in die Vollkommenheit hinein. Prüf deine Beziehung zu deinem Mann. Wie gehst du mit ihm um? Wie stehst du ihm gegenüber? Und dann versuch's mal, den Faden zu spannen. Du wirst sehen, genau dasselbe ist in deiner Beziehung zu Gott. Ehrlich, ich habe es viele Male genau so erlebt. Es sind Gesetzmäßigkeiten. Und deshalb ist mir auch die Unterordnung so lieb. Und ich spreche gerne darüber, obwohl ich weiß, man hört nicht so gerne darüber. Unterordnung ist ja auch nicht so ein schönes Wort. Es gefällt mir eigentlich selber auch nicht so und deshalb habe ich auch für mich mal ein bisschen andere Worte da eingesetzt in diese Unterordnung. Unterordnung ist für mich so etwas Statisches, also das kann ich ganz leicht mal hinkriegen, nicht? Ich muss einfach, ich denke, ich habe ja gefragt oder ich mache ja das, was er will und kann trotzdem noch weiter manipulieren und meinen eigenen Kurs gehen. Aber wenn wir sprechen von anpassen, ich passe mich an, das heißt, ich bringe nicht ständig einen Gegenvorschlag oder ich vertraue mich mal an, das heißt, ich weiß nicht alles besser oder ich blicke auf, ich blicke jetzt mal nicht nur zum Herrn auf, sondern glaube, dass auch mein Mann etwas zu sagen hat oder ich achte ihn höher, ich hänge an seinen Lippen, was kommt da raus, das ist das, was mir hilft in meinem Alltag oder ich lehne mal an, ich lehne an, ich denke nicht, dass ich es habe. Oder mein Lieblingswort, ich schmieg mich an, ich schmieg mich einfach mal an und lass mich mal fallen, nicht? Und ich sehe einfach hier die Parallele zu unserer Gottesbeziehung. Es ist so viel eigenes, frommes Werk, so vieles Gemache und Getue für Gott, aber niemals stillstehen und fragen, was willst du eigentlich von mir, wo bist du? Und nie das Herz wirklich suchen, sondern immer denken, wir müssen was erfüllen und dann können wir es abhaken, aber Gott muss die ganze Zeit schauen, wo wir sind und wo unsere Augen sind. Und das empfinde ich in der Beziehung, so in der Ehe so ganz gut dargestellt. Und es gibt ja auch noch eine Stelle, wo es heißt, die Frau fürchte den Mann. Und das ist auch so eine Stelle, die viele nicht mögen. Wo man denkt, das ist so veraltet, das könnte man eigentlich rausstreichen aus der Bibel. Und gerade so eine heikle Stelle hat jetzt gerade Ivo mal neu übersetzt. Und da spricht er davon, er sagt, vom Urtext übersetzt, die Frau bewundere den Mann für sich. Es ist so was Tiefes, ich finde das so etwas Schönes. Oder im Titusbrief heißt es, sie umgebe ihn, umgeben mit Liebe. Und ich finde das so etwas Wunderbares. Und ich sehe einfach, das spricht zu mir, ich spüre, es geht nicht darum, dass ich im Alleingang etwas für ihn tue, sondern es geht darum, dass er seine Vollkommenheit in mir ausleben kann. Und genauso in der Ehe, genauso in der Beziehung zu Gott. Und dann, wie ich es dann in meinem Lied singe, dort fließt der Geist, dort kann ich die Signale hören, dort kann ich auf den Frieden eingehen, ich kann den Lebensstrom spüren und ich kann dort stillstehen, wo das Leben weicht. Aber auch wenn ich diese Worte so sage, weiß ich ganz genau, es sind sehr viele Menschen hier drin, die hören nur das als Schlagworte, die wissen nicht, was das bedeutet in der Praxis. Ihr wisst es nicht, ihr wisst nur, ihr kennt das Wort Friede, das tönt gut, Leben, das tönt gut. Aber was es heißt in der Praxis, auf den Frieden einzugehen und eben diesem Geist in mir, dieser Vollkommenheit Raum zu geben, das kennen die meisten nicht. Und dazu möchte ich noch ein letztes Beispiel erklären, bevor ich dann singe. Und zwar das Beispiel von meinem Ring hier, den ich habe. Das ist so ein schöner Ring, der funkelt ein bisschen und ich habe den angezogen, weil hier vieles so schön funkelt
Und, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Ring, der ist nicht echt. Das ist, ja, das ist eine Fälschung. Der hat nur ein paar Fränkel gekostet. Es ist aber so, dass ich zu Hause habe ich einen echten Brillantring. Und den hat meine Mutter mir mal geschenkt zum Geburtstag. Und der hat einen wunderschönen Glanz. Also es ist ein Brillant. Ein Diamant hat ja viele Schliffe und ein Brillant hat noch mehr Schliffe. Also manchmal bricht sich das Licht so wunderschön in diesem Stein, dass man richtig wie die Regenbogenfarben sieht. Aber ich muss also diese beiden Ringe mal nebeneinander hinlegen und dann erst sehe ich, welches Stein ist der echte und welcher ist der falsche. Sonst denke ich, ja, der ist auch ganz super, der. Aber der echte Brillant, das ist, wenn du den siehst, dann denkst du, hey, was soll ich mit dem Ding? Und so ist es genau, das ist ein Gleichnis auf die Bemessung. Und deshalb stehen wir hier. Ich glaube, wir können euch wirklich helfen, in Friedenstrom reinzufinden, dieses Leben zu unterscheiden. Und das geschieht eben in der Bemessung. Da helfen wir den Menschen, diese wirkliche Friede zu unterscheiden von dem Friede, Freude, Eierkuchen. Und einfach von dass diese Schlagworte wirklich mal in die Praxis, ins Leben hineinzubringen. Und wenn man das nicht mal nebeneinander sieht, das echte Gold und das Trompetengold, dann wird man es nie unterscheiden können. Und deshalb sind wir auch hier. Wir laden euch ein, nehmt die Hilfe an. Wir sind einen Weg gegangen. Nehmt die Hilfe an, bedient euch bei den Büchertischen und lernt auch dieses echte vom falschen Gold zu unterscheiden. Es geht nur darum, dass wir lernen, die echte und wahre Vollkommenheit in uns, dass sie sich ausgestalten kann, denn wir haben so genug von all dem eigenen, ich habe selber so genug, alles was noch nach mir riecht, ich möchte es nicht mehr sehen, ich möchte dieses echte Gold sehen und deshalb gehen wir da voran und dazu möchten wir euch heute einladen. Ich fließe mit, ich gehe darauf ein.
Geht es dir, wenn du daran denkst, was wir jetzt davon sprechen? Wir sprechen von Vollkommenheit und dabei dann vielleicht an den gestrigen Abend denkst, an den Streit mit deinem Ehepartner vielleicht, an deine ganzen Unruhen zu Hause, die dich immer wieder quälen und die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass du bisher die Vollkommenheit geleugnet hast. Wie geht es dir, wenn du an die schlechten Dinge auf deinem PC denkst oder an das Riesenchaos auf dem Dachboden, an dein Doppelleben in der Schule, an all diese Probleme, mit denen so viele von uns kämpfen. Und dann denken wir oft, Mensch, ich habe so viele Probleme, es kann keine Vollkommenheit geben. Und das, wovon wir heute sprechen, wir wollen dir heute sagen, dass genau diese Probleme, die du hast in deinem Leben, genau diese Dinge, das Reden Gottes sind in deinem Leben. Genau diese Dinge sind sogenannte Signale. Und vielleicht weißt du das noch nicht, aber es ist tatsächlich so, dass du ferngesteuert wirst. Es ist tatsächlich so, dass du nach Signalen der Fernsteuerung funktionierst wie ein ferngesteuertes Auto. Ganz genau gleich. Die Frage ist nur, von wem wirst du ferngesteuert? Von welcher Seite wirst du ferngesteuert? Und wir wollen dir heute zeigen, dass du so oder so ferngesteuert wirst, aber dass genau deine Probleme zu Hause Signale der Fernsteuerung sind, und zwar ziemlich starke Signale. Sehr, sehr starke Signale. Wir reden davon, dass wir haben es heute gehört, Papa hat es auch schon gesagt, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind von Neuem geboren. Das heißt, ich bin nicht mehr so, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich bin nicht mehr Fleisch, sondern ich bin Geist. Habt ihr schon mal die Stelle in Johannes 3, Vers 6 gelesen, wo Jesus dem Nikodemus erklärt, was Geist bedeutet? Er sagt, was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Und wo ich das zum ersten Mal aus dieser Brille gelesen habe, wie wir das heute darüber sprechen, hat mich das unwahrscheinlich fasziniert, und es fasziniert mich bis jetzt. Die Tatsache, was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Das heißt, das ändert sich nicht, das bleibt, wie es ist. Doch was aus Geist geboren ist, ist ganz genau und ganz so präzise genau auch Geist, und es bleibt Geist und es wird immer Geist bleiben. Und ich erlebe so in meinem Leben,
mein geistlicher Mensch, der funktioniert nach völlig anderen Prinzipien als mein fleischlicher Mensch. Der wird ferngesteuert und der bekommt Signale und der bekommt teilweise sehr starke Signale. Und zwar dann, wenn ich wieder ins Fleisch zurückfalle. Das ist meistens das stärkste Signal, was es überhaupt gibt. Nämlich, Simon, pass auf, du bist längst nicht mehr im Geist. Sonst wird dir das nicht passieren. Was aus Geist ist, ist Geist. Und Paulus sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, wenn ich im Geist wandle, kann ich nicht sündigen. Und wenn ich sündige, dann sind die Alarmglocken auf Rot. Das müssen wir verstehen. Wenn du in die Sünde fällst, dann hast du mindestens 10 rote Ampeln überfahren, bevor es so weit kommen konnte. Ich möchte es vielleicht sogar noch anders ausdrücken. In einem Vergleich, ist vielleicht ein dummer Vergleich, aber man könnte es auch so sagen. Wenn du in die Sünde fällst, dann ist das wie, wenn dir die Polizei in den Reifen schießen muss, damit du endlich bremst. Weil du 10 rote Ampeln überfahren hast und die Geschwindigkeitsgrenzen längst überschritten hast, weil du alkoholisiert am Steuer sitzt und irgendwann sehen sie keine andere Lösung mehr, als dir in den Reifen zu schießen. Genauso ist das, wenn du in die Sünde fällst, ist das Alarmstufe rot. Weil unser geistlicher Mensch funktioniert nach anderen Kriterien. Es ergehen von Moment zu Moment Signale und Wirkungen an dich. Wenn du darauf achtest und darauf eingehst, wandelst du im Geist und du wirst nicht in die Lust des Fleisches fallen. Es ist unmöglich. Es kann gar nicht passieren. Wir reden heute davon, dass wir von Wirkungen gesteuert werden. Nur das Problem ist, dass wir so eine riesige Angst davor haben. Dass wir ständig denken, dass es gefährlich ist, auf diese Wirkungen einzugehen und uns wirklich fernsteuern zu lassen. Wir erleben das in unseren Bemessungen, wenn die Menschen zu uns kommen, um Hilfe zu suchen. Sie sitzen im Bankrott, sie kommen nicht mehr weiter in ihrem Leben und dann wollen sie Hilfe, weil alle Alarmglocken längst auf Rot sind. Ja? Und wir kommen immer und immer wieder auf denselben Punkt. Die Menschen haben eine riesige Angst davor, sich fernsteuern zu lassen. Sie denken immer, alles selber im Griff haben zu müssen. Immer muss ich das Steuer in den Händen halten, immer muss ich irgendwo noch mitdenken, immer muss ich meinen Kopf durchsetzen. Und ich glaube, der Eigenwille ist das größte Problem, mit dem wir kämpfen, dass wir immer wieder nicht zulassen, uns fernsteuern zu lassen durch die Wirkungen und Signale des Geistes, die von Moment zu Moment und von Sekunde und Zehntelsekunde zu Zehntelsekunde da sein würden. Wir haben eine Riesenangst davor. Und was wir davon sprechen, wir sagen, diese Haltung, genau diese Haltung, die ja, die ist Steinzeit. Das ist wirkliche Steinzeit. Und wir werden es in einigen Jahrzehnten, wird das kollektiv klar sein, dass das absolute Steinzeitverhalten war, dass wir so eine riesige Angst davor hatten, die Fäden loszulassen und endlich uns ganz auszuliefern und nur noch wirkungsorientiert zu leben. Wir erleben es bei uns zu Hause, dass es funktioniert. In der vollkommenen Auslieferung, in der vollkommenen Abhängigkeit, im vollkommenen Ausgerichtetsein liegt die absolute Freiheit. Die größte Freiheit, die du überhaupt erleben kannst auf diesem Erdball. Und ich bin überzeugt, wir sprechen davon, unter der Herrschaft Gottes zu leben, uns von seiner Vollkommenheit leben zu lassen. Das ist das Schönste, das Herrlichste, das Begehrenswerteste, was es überhaupt gibt. Und unser eigener Kopf sagt immer, ich will das, ich will das, ich brauche das. Und nur wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und das ist die große Fata Morgana. In der vollkommenen Auslieferung, im vollkommenen Ferngesteuert werden, liegt die absolute Befreiung, die größte Befreiung, die man überhaupt erleben kann. Wir werden mit diesem Lied, was wir singen, darstellen, was dieser wirkungsorientierte Wandel bedeutet, indem du dann nicht mehr ins Fleisch fallen kannst. Dein Leben besteht aus Wirkungen. Und wenn du die Wirkungen noch nicht hörst, dann nimm diesen Tipp mit nach Hause, den ich dir vorhin gegeben habe. Wirkungen sind längst da, dann beachte mal zuerst die Alarmanlagen, die längst auf Rot blinken, bevor du die feinen Signale verstehen möchtest. Aber auch die feinen Signale sind da, auch in deinem Leben. Das Leben, wenn es runtergeht, wir sprechen immer wieder davon, wenn das Leben runtergeht, dann bleiben wir stehen. Das ist eine Wirklichkeit, in der leben wir. Und wenn du darin lebst, fällst du nicht mehr ins Fleisch. Seit kurzem hat Papa schon wieder eine tiefere Dimension entdeckt, wo er sagt, wenn wir unmögliche Dinge tun, wir gehen auf dem Wasser wie Petrus vielleicht in unseren Bereichen, wir tun Dinge, die wir nie konnten und plötzlich stockt es, es funktioniert nicht mehr. Das ist auch schon ein Signal. Es beginnt schon noch früher. Aber wir merken, die Signale werden immer feiner, aber die Signale sind auch in deinem Leben da. Wir stellen das in diesem Lied dar, als Wirkung. Wir machen immer so, wenn eine Wirkung kommt. Die Frage ist, bleibe ich stehen, wenn ein Signal mich bewegt? Dann wandle ich im Geist und achte auf den Herrn. Was tust du jetzt? Was möchtest du von mir? Wenn ich darauf eingehe, wandle ich im Geist.
wenn ich nicht darauf eingehe, darüber hinwegwalze, weil ich individuell gesteuert bin, weil ich was Eigenes im Kopf drin habe, dann falle ich ins Fleisch, ist logische Konsequenz. Ich wünsche uns, dass wir das begreifen können. Ich möchte uns allen empfehlen, euch allen empfehlen, dass ihr zu einer Bemessung kommt, weil dort trainieren wir genau das. Wir trainieren das wirkungsorientierte Leben. Wir lernen es gemeinsam zu tun, weil das hat eine gemeinschaftliche Dimension. Wir lernen gemeinsam zu spüren, wo geht's hoch, wo geht's runter und lernen uns ganz auf die Intuition zu verlassen. Ich wünsche uns allen, dass wir es nicht machen wie ich früher, als ich ein kleines Kind war, als ich schwimmen lernen sollte. Papa hat gesagt, vertrau dich an, das Wasser trägt dich. Aber ich musste mich immer wieder aufstützen, weil ich es nicht glauben konnte. Ich wünsche uns, dass wir uns mit dem ins Wasser reingeben können und sehen, es funktioniert. Ja, wir stellen das dar, und zwar eben, dass es nicht nur individuell funktioniert, sondern das Wichtige ist, dass wir das gemeinsam lernen. Weil wenn wir es nicht gemeinsam beherrschen, dieses in der Wirkung drinbleiben, diese Angst abzulegen, ferngesteuert zu werden, dann werden wir immer wieder zurückfallen. Es muss kollektiv, gemeinsam absolut attraktiv werden, so zu leben. Und wenn es mal so richtig attraktiv geworden ist für die ganze Welt, dann kann man irgendwann nicht mehr sündigen, weil es einfach logisch geworden ist. Und wir wollen das darstellen mit diesem Lied, dass es so funktioniert, und erwarten, dass ihr diese Wirklichkeit mit nach Hause nehmt. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus 5, Vers 48. Doch was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Es ist sündig und unheilig und unrein. Und was aus Geist geboren ist, das ist Geist und es bleibt Geist. Johannes 3, Vers 6. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Galater 5, Vers 16. Herr, wandle im Geist, wenn ich wüsste, was das heißt. Paulus sagt das so einfach. Bitte zeige mir, wie das funktioniert. Du sollst doch vollkommen sein, wie dein himmlischer Vater vollkommen ist. Sei doch mal ganz ehrlich zu dir, die Lust deines Fleisches verzerrt dich doch schier. Du warst deinen Trieben noch nie überlegen, vergiss es! Du wirst immer sündig sein. Ach Gott, ich bin gefallen. Wandel im Geist. Und du wirst die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Herr, wandle im Geist, wenn ich wüsste, was das heißt. Bitte lehre mich oder hilf mir auf irgendeine Art und Weise. Wandel im Geist ist eine Sache für reife Männer Gottes. Und wer bist du? Sei doch mal ganz ehrlich zu dir, die Lust deines Fleisches verzehrt dich doch schier. Vergiss es! Wie mein Fleisch stets fleischlich bleibt, wird mein Geistesmensch stets geistlich bleiben. Denn ich bin Geist, aus Geist geboren. Ich werd gelebt und gewählt von oben her. Funktioniert. Ich bin nicht gefallen. Halleluja. Von jetzt an nur noch so. Ja, es gibt da schon noch einiges, was du nicht verstanden hast. Halt! Das ist doch immer derselbe Ablauf. Das hier ist eine Wirkung des Geistes. Gehe ich drauf ein und bleibe sofort stehen, wandle ich im Geist. Gehe ich aber nicht darauf ein, falle ich ins Fleisch und handle nach dem Fleisch. Wie mein Fleisch stets fleischlich bleibt, wird mein Geistesmensch stets geistlich bleiben. Denn ich bin Geist,
aus Geist geboren. Ich werd gelebt und gewählt von oben her. Glaubens bleibe stehen, wenn ein Signal mich bewegt, weil nur auf diesem Weg mein Fleisch sich nicht regt. Hier ist die Villa, die Wirkung. Herr, ich bin verfügbar, zu jeder Zeit. Bitte zeige mir, was du möchtest. Wir wollen gemeinschaftlich verfügbar sein. Zu jeder Zeit. 365 Tage im Jahr. Von Weitem sehe ich dich. Ich halte inne, wenn ich dich höre. Deine Nähe, sie lässt meinen Atem stocken. Ich lausche dem Klang deiner Stimme. Du bist schön. Bleibe stehen, rufe ich dir verzweifelt zu. Lege mich für immer wie ein Siegel an dein Herz. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon zu meinem Gott gesagt habe. Diese Worte aus dem Hohelied auch. Lege mich für immer wie ein Siegel an dein Herz. Und schon im nächsten Moment war wieder fort, wie ein Siegel, das zerbrochen ist. Ich stand wieder da, fern von seiner doch so lieblichen Gegenwart, von dem hat Simon eben gesprochen, dieser lieblichen Fernsteuerung, wo seine Gegenwart regiert und nicht mein eigenes Denken. Das hat mich oftmals fast zur Verzweiflung gebracht. Mein Lied, es ist ein trauriges Lied dieses Jahr, vor allem der Anfang des Liedes. Es ist eigentlich ein einziges Leiden. Ich habe gesagt, Herr, ich mache mich auf, ich renne dir nach, ich gebe mir Mühe, ich strenge mich an, ich möchte vollkommen sein, aber ich krieg's nicht hin, du bist zu gewaltig, du bist zu schön und dir genügen kann ich nicht. Die Wendbarkeit des Windes, das müssten meine Eigenschaften sein, wollte ich dir folgen. Du bist ein so vollkommener Gott, wollte ich dir hinterherrennen, ich bräuchte die Füße einer Gazelle, ich müsste flink sein wie ein Wiesel. Und wann immer ich auf mich geschaut habe, habe ich gemerkt, in mir ist es nicht, ich kann es nicht. Schon in der nächsten Alltagssituation, und das kennt ihr sicherlich auch, sonntags wird es vielleicht ab und zu funktionieren im Lobpreis, kam wieder zu Hause, plopp, weg. Und das hat mich fast wahnsinnig gemacht manchmal. Da habe ich gesagt, Herr, deine Wohnung, sie sind die Berge. In den Weiten des Feldes bist du zu Hause. In den Tiefen des Meeres bist du versteckt, da komme ich nicht hin. Ich habe in diesem Lied, frage ich meinen Gott, Herr, wer ist es, den du liebst? Wer kann dir folgen? Müsste es nicht dein Gott sein? Könnte dir nicht nur ein Gott folgen? Herr, wer kann dir folgen? Wer ist so wendbar wie der Wind? Es müsste deinesgleichen sein. Jemand, der so ist wie du, so vollkommen wie du. Ich denke, es klingelt schon bei einigen. Wir haben heute von Papa eine wunderbare Botschaft wieder gehört. Und auch ich habe mich mit dieser Botschaft konfrontiert und diese Botschaft, die liegt uns so am Herzen. Deshalb möchte ich es jetzt auf den Punkt bringen. Was steht auch in Apostelgeschichte 17, Vers 28? Wir sind seines Geschlechts. Wenn ich seines Geschlechts bin, dann bin ich ja, wie mein Vater sagte, diese Neuschöpfung, dieser Gott, das ist jetzt ein bisschen
überspitzt stimmt eigentlich gar nicht. Das ist einfach so. Dann sind wir diese Gottheit. Und dann habe ich auch die Fähigkeiten dieser Gottheit in mir angelegt. Dieses Jahr hat auch das Motto, oder es steht auch auf den Zetteln, auf den Einladungen, vollkommen ist nur Gott, der gesagt hat, ich will in euch wohnen und durch euch wandeln. Und das ist es, was mich begeistert. Und von dem möchte ich euch jetzt gerne ein kleines praktisches Beispiel erzählen, bevor ich mein Lied singe. Wie das nämlich in der Praxis aussieht, wie er sich folgt in mir, denn er hat Wohnung genommen in uns. Da wird auch meine Schwester nachher noch drüber singen, die Anna Sophia. Er hat Wohnung genommen und möchte unablässig sich genügen. Er ist es ja, der sich folgt. Ich kann es nicht, aber er in mir folgt sich. Er in mir ist es, der sich genügt. Er in mir hat die Anmut einer Taube. Ich habe sie nicht. Er in mir hat die Füße einer Gazelle. Ich habe sie nicht. Und doch habe ich sie, weil er in mir ist. Vor der Tournee war ich im Militärdienst. Ich muss da jedes Jahr Wiederholungskurse machen. 2-3 Wochen. Und ich habe da vieles Großes erwartet auch vom Herrn, weil ich wusste, diese Leute sind von früh bis spät gequält, sie sind gepeinigt, denn sie kennen diese Fernsteuerung Gottes nicht. Und ich wollte ein Licht sein in dieser Kaserne, wo ich war. Ja, so bin ich da hingekommen, habe mein Lager bezogen, mein Bett bezogen, meine Sachen schön gerichtet. Dann hatte ich noch kurze Pause, habe ich mich aufs Ohr gelegt, noch ein bisschen geschlafen. Als ich aufgewacht bin, war ich alleine im Zimmer, die anderen waren schon weg. Gleich noch rechtzeitig erwacht, möchte das Zimmer verlassen, sehe ich im Augenwinkel ein Bild an der Wand hängen. Ein unreines Bild. Schau gleich weg und denke, oh oh, Herr, ich möchte dich nicht verlieren. Ich möchte in dieser Gegenwart, die meinen Atem stocken lässt, Tag und Nacht wandeln. Soll ich jetzt so tun, als hätte ich es nicht gesehen und einfach mal gehen und so tun, als würde ich es nicht sehen? Nein, ich spürte, irgendwas wirkt. Es ist eine Wirkung da, wie Simon gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, hey, jetzt bin ich gespannt, wie folgst du dir? Es gibt viele Varianten. Man kann es so machen, wie ich es früher oft gemacht habe, in der Schule immer eigentlich gemacht habe. Wenn sowas war, zerknüllt, Abfalleimer, da war es am richtigen Platz. Aber das, mein Gott ist ein dynamischer Gott, das wusste ich. Er ist zu flexibel, er ist nicht statisch. Ich kann ihn nicht beglücken, wenn ich etwas versuche für ihn zu tun. Also habe ich ihn in mir hochsteigen lassen und trotzdem, wie schon so oft, hatte ich den Drang, das Ziehen, etwas zu tun, was eigentlich fürs Fleisch sehr unangenehm ist. Denn ich wusste, jetzt muss ich 3 Wochen mit diesen Leuten verbringen und jetzt gehe ich tatsächlich dahin, packe das Plakat, zerknülle es und werfe es in den Abfalleimer. Ich habe es gemacht und ich habe es bis heute nicht bereut, auch wenn es nachher ziemlich Furore gegeben hat. Sie haben dann den Notstand ausgerufen in unserem Zimmer. Ja, ich meine, ich habe ihr Heiligtum angefasst, oder? Naja, aber auch da durfte ich erleben, wie er sich in mir genügt, in den ganzen Wortgefechten, wie er den längeren Atem hatte, wie sie nachgeben musste, wie ich Platz hier sein konnte, falls ihr wisst, was das ist. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, wisst ihr, zum Schluss, entweder das Plakat im Zimmer oder ich, beides geht nicht. Denn ich sehe in meinem Umfeld, das trennt von Gott und zudem ist es auch eine sexuelle Belästigung. Das ist doch strafbar. Das geht doch so nicht. Ihr könnt doch mich nicht mit etwas konfrontieren, was ich gar nicht möchte. Nun, sie haben sich dann entschieden, wie ich gesehen habe, am Abend dann, als ich zurück ins Zimmer kam, hing da das Plakat wieder. Die haben es tatsächlich aus dem Abfalleimer geholt, geglättet, aufgehängt. Da ist es in mir hochgestiegen. Ich habe gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt gehe ich hin und zerfetze es. Vorhin habe ich es zerknüllt, jetzt zerfetze ich es. Dann können sie das nicht mehr machen. Aber schon im Hingehen habe ich gemerkt, dass mein Herr sich anders genügen möchte. Es ging runter und ich spürte, nein, 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 nein. Halt, Herr, ich habe eine Antenne, hat Simon gesagt. Ich kann verstehen, was du von mir möchtest. Meine Schafe hören meine Stimme, so steht es auch geschrieben. Und schon steigt es auf. Ein unbändiges Verlangen, etwas zu tun, das ich wirklich sonst nicht so gerne tue. Und zwar hatte ich zu Hause noch, als ich meine Sachen gepackt hatte, plötzlich den Impuls, hey, nimm noch ein paar Blätter mit, A4-Blätter. Ich wusste nicht weshalb, aber ich habe tatsächlich so einen Stapel A4-Blätter mitgenommen, wusste nicht weshalb. Vielleicht, mich bewegt oft sehr viel, ich schreibe manchmal halbe Bücher voll. Aber es war dann etwas anders, was ich auf diese A4-Blätter geschrieben habe. Und zwar hatte ich jetzt auf dem Herzen, auch das Zimmer zu plakatieren. Auch wie sie, zum Schlechten, so ich zum Guten.
Und so habe ich den Stift genommen und geschrieben, du bist leer, deshalb brauchst du diese unreinen Dinge. Du bist leer, dir fehlt etwas. Und vor allem, dir fehlt nicht nur etwas, dir fehlt alles. Denn du hast das nicht, was ich gefunden habe. Trink Salzwasser. Ich aber trinke von einer lebendigen Quelle. Ich habe das ganze Zimmer plakatiert. Und dann, als sie zurückgekommen sind, ihr könnt euch denken, das hat natürlich dann schon gewirkt in dieser Kaserne. Am nächsten Morgen musste ich das Essen holen für unsere Kompanie. Da kam ich rein, ganz normal in die Küche. Ich habe diese Leute noch nie gesehen. Da kommt einer so hin, schaut mich an, das Namensschild und sagt, hey, das ist der. Und ich, ja, wer ist denn das? Ja, der das Brot holt. Und dann haben sie mir das Brot gegeben. Aber ich habe gemerkt, das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Auch dann, als ich den Leuten da das Essen ausgeteilt habe, die haben mich alle angeschaut, so wie von einer anderen Welt, wie von einem anderen Stern. Auch auf dem Schulhof, wir waren da nahe an einem Schulhof. Ich war der einzige Soldat, der während dieser Zeit mit dem Namen gegrüßt wurde. Soldat Sasek, hat das überall geheißen. Ja, der liest ja immer nur Bibel morgens, der kann sicher nicht Fußball spielen, hat es geheißen am Anfang. Das habe ich dann revidiert. Naja, also um beim Thema zu bleiben, damit war es noch nicht getan, dass ich einfach diese Zettel aufgehängt habe und das aufgeschrieben habe. Nein, ich habe dann gemerkt, irgendwas fehlt noch. Irgendwie, Herr, war ich dir schon näher. Irgendwie, da ist noch mehr, nicht? Und schon steigt es wieder auf und ich merke, hey, ich habe ja vorhin eigentlich klare Sprache gesprochen. Ich habe in diesem Zimmer gar nichts mehr verloren. Auch wenn das mein fix zugeteilter Platz ist. So wurde dann auch das Kader damit konfrontiert. Ich habe meine Matte gepackt, all meine 7 Sachen, bin in den Flur gegangen, wo jeder an mir vorbeilaufen musste. Eben kurz darauf standen das Kader, die Obersten da, ich war schon im Bett. Und dann haben die mich geweckt und gesagt, das wollen sie nicht, dass ich da draußen schlafe. Und ich habe ihnen dann meine Bedingungen erklärt. Und das hat dann auch gefruchtet, tatsächlich. Und zwar mehr, als ich anfangs gedacht habe. Die haben nämlich nachher ein Verbot rausgegeben, dass nicht nur in unserem Zimmer, sondern in der ganzen Kompanie, in keinem Zimmer, unreine Plakate aufgehängt werden dürfen. Ja, und so. So habe ich nachher meinen Platz wieder bezogen. Eine sehr intensive Zeit gehabt mit den Leuten da, eine gute Zeit, sehr intensive Gespräche, wo es zur Sache ging. Wirklich eines habe ich gespürt, es gibt nichts Schöneres, als von Sekunde zu Sekunde in diesem Leben zu sein, gelebt zu sein, zu spüren, wie er sich folgt, zu spüren, wie er sich genügt, zu gewahren, was er von Fall zu Fall tut. Nicht, was ich tun würde, sondern live gelebt zu werden. Und ich weiß, auch in deinem Leben, es gibt Situationen, wo du gewusst hast, wow, das war was anderes. Das ist eine Lebensqualität, die ist mehr. Ich weiß, dass das wahrscheinlich sehr selten ist. Sehr selten. Und du wünschst dir genauso wie ich, dass dein ganzes Leben ununterbrochen von diesen lebenswerten Momenten, sage ich mal, gelebt ist. Und deshalb kann ich euch nur ans Herz legen und es euch anbieten, kommt in eine Bemessung, da lernt ihr, wie man ununterbrochen in diese lebenswerten Momente leben lernt, wie man diesen, ja, ein Leben leben kann, das sich lohnt, gelebt zu werden. Ich möchte euch nur Mut machen damit und euch dahingehend ermutigen, dass ihr das macht. Aber jetzt würde ich sehr gerne mein Lied singen, und erwarte, dass diese Botschaft, dass ihr diese hört für euch. Weil oftmals ist es so, nach diesen Treffen, ich komme dann runter zu euch und dann kommen die Leute und sagen, weißt du, David, du bist in einem behüteten Umfeld aufgewachsen, das mag für dich stimmen, für uns, das geht nicht, wir sind zu fern. Und das tut mir manchmal ein bisschen weh, weil ich weiß, wenn das so wäre, dann wären wir nicht hier. Wir sind nicht hier, um irgendwie zu zeigen, wir haben was erreicht. Wir sind hier, um zu sagen, hey, das ist deine Botschaft, das ist unsere Botschaft, das ist das, was wir durchsetzen müssen in dieser Welt. Und deshalb höre diese Worte, es ist dein Lied. Ja.
Weitem seh ich dich, ich halte inne, wenn ich dich höre, deine Nähe lässt meinen Atem stocken. Ich lausche dem Klang deiner Stimme, du bist schön, bleibe stehen. Ruf ich dir verzweifelt zu, lege mich für immer wie ein Siegel an dein Herz. Doch du bist Wind, wer will dich halten? Du Gazelle, wer kann dir folgen? Schönste Taube, wer genügt dir? Denn du bist Wind. Meine Tränen bewegen nichts, meine Worte genügen nicht. Kein Geschenk stimmt dich je milde. Mein Schreien hörst du nicht, um deinen Platz zu ersperren, deine Pläne zu durchschauen, deinen Schritt zu lenken. Schein ich dich bestimmt zu sein, denn du bist Wind. Du Gazelle, schönste Taube, wer ist es, den du liebst? Dir genügen kannst, nur du in mir, nur du in mir folgst dir, dir folgen kannst nur du in mir, du in mir bist bei dir, darum lege mich. Für immer, wie ein Siegel an dein Herz. Du bist schön, wunderschön, du in mir bist bei dir, bei dir. Ja, ein Baum braucht ja zum Leben Energie für seine Äste, für seine Blätter und wenn er Früchte hat, auch Früchte. Wenn jetzt aber der Baum zu viele Äste und Blätter hat und zu viel Energie dort reinstecken muss, dann hat er gar keine Kraft mehr für die Frucht. Genau das hatten wir auch zu Hause mal erlebt mit einem Birnbaum. Der hatte sehr viele Äste, er war richtig groß und hatte viele Blätter und Äste. Das Problem war nur, er brachte nie Birnen hervor. Über lange Zeit hinweg einfach keine Birnen. Dann fanden wir das recht komisch. Wieso bringt er keine Birnen? Er ist doch ein Birnbaum. Und da haben wir gemerkt, oh, der hat sicher zu viele Äste und Blätter, dass der gar keine Kraft mehr hat, diese Birnen hervorzubringen. Und dann haben wir dem da das weggeschnitten, die
die Äste und die Blätter oder halt einfach, dass er nachher wieder genug Kraft hat. Und im nächsten Jahr waren an dem ganzen Baum wirklich viele Birnen. Und dieses Beispiel fand ich sehr trefflich auch, was die Vollkommenheit betrifft. Wir sind bestimmt vollkommen zu sein. Die Vollkommenheit ist in uns angelegt, wie die Birnen im Birnbaum angelegt ist. Sie sind auch bestimmt rauszukommen. Und auch bei uns ist die Vollkommenheit bestimmt rauszukommen aus uns. Doch es gibt so viele Dinge, die uns wirklich die Kraft wegnehmen, wie die Äste und die Blätter, die dem Birnbaum die Kraft wegnehmen, Birnen vorzubringen, haben wir auch viele Dinge, die verhindern, dass Gottes Vollkommenheit aus uns rauskommen kann. Ganz praktisch zum Beispiel, ganz ein simples Beispiel wäre, wenn man zum Beispiel einen Unfrieden zu Hause hat oder Streit oder so und man merkt, oh, das war jetzt überhaupt nicht gut, aber anstelle, dass man das klärt, denkt man, oh, jetzt esse ich einfach ein Stückchen Schokolade, so ein Stückchen Nervenschokolade und dann geht es mir wieder besser und so halt bringe ich mich wieder hoch. Genau das ist zum Beispiel so ein Fall, wo die Vollkommenheit verdrückt wird. Die hat dann gar keine Kraft mehr rauszukommen. Dann ist das eine Ablenkung. Dann denke ich, ah, das muss ich jetzt da ein bisschen vertuschen. Und es gibt so viele Dinge, die uns einfach abtrennen. Zum Beispiel, auch wenn mir eine Person so sehr am Herzen ist, ich liebe sie. Ich meine, es ist gut, es ist auch schön, eine Person zu lieben, das wisst ihr alle. Aber sobald es mir zum Ersatz wird, zu einer Ersatzquelle, wo ich mich nur noch in Gefühlen aufhalte und wirklich keine Beziehung mehr zum Herrn habe und keine Zeit mehr habe, die Beziehung zu pflegen und auf seine Wirkungen mehr einzugehen, dann ist es eben so ein Nebenast, der mir viel zu viel Kraft wegnimmt, weil ich mich dann nur in Gefühlen aufhalte. Ich meine, auch zum Beispiel ein Stück Schokolade, es ist gut, im gewissen Maß oder zum richtigen Zeitpunkt, doch sobald es mir zum Ersatz wird, eben zum etwas überdecken oder so, dann ist es auch ein Nebenast, dann nimmt es mir die Kraft weg, dass eine Vollkommenheit aus mir rauskommen kann. Und da gibt es so viele Beispiele, das weiß jeder selber, wo das diese Dinge sind, wo er dann zur Unzeit, wenn es dran wäre, zum Beispiel den Herrn zu suchen und zu erwarten, hey, was sind diese Wirkungen auch, wo Simon davon gesprochen hat, um die wahrzunehmen und dann lenke ich mich aber ab oder zum Beispiel auch, wenn ich ein Buch lese, zur Unzeit, wenn ich merke, jetzt bin ich nur noch in dieser Welt drin, dann ist das wie ein Nebenast, das nimmt dann so viel Kraft weg, dass seine Vollkommenheit gar nicht rauskommen kann. Doch eigentlich wäre es ja nichts Schlechtes, aber sobald es mir zum Ersatz wird, sobald die Beziehung zum Herrn, wie es David gesagt hat, eintausche und nicht mehr frei bin, seine Wirkungen zu erkennen, wie Simon das gesagt hat, alle Wirkungen zur rechten Zeit zu erkennen, was will er jetzt von mir, was wirkt er, dann haben wir gar keine Kraft mehr, das wahrzunehmen. Und genauso ist es auch wie bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, um das auch noch ein bisschen besser zu erklären. Die haben auch über lange Zeit immer ihre Übungszeiten. Sie müssen zur rechten Zeit trainieren, sie wissen, was sie essen müssen und alles Mögliche. Und wenn sie sich nicht da voll auf dieses eine konzentrieren würden, dann könnten sie nie so gute Ergebnisse bringen. Zum Beispiel hatten sie sich auch schon an der Weltmeisterschaft gewonnen. Aber wenn sie jetzt anstatt diesen Trainingszeiten und anstatt dem Essplan oder Schlafplan oder weiß ich, was die alles haben, wenn sie da anstelle von dem einfach irgendwas anderes gemacht hätten, in den Ausgang gegangen wären oder eben ihre Zeit lieber zu Hause verbracht hätten mit der Freundin oder so, dann hätten sie diese Ergebnisse gar nicht bringen können. Die mussten sich wirklich voll auf dieses eine konzentrieren und dann konnten sie auch ein gutes Ergebnis hervorbringen. Ich meine, die hatten trotzdem noch gegessen und auch ab und zu wieder was Gutes, aber es war alles in seinem Plan. Und das ist genauso bei uns. Und wir dürfen uns Sachen gönnen, gutes Essen oder so, aber sobald es mir zum Ersatz wird, sobald ich merke, boah, das trennt mich jetzt vom Herrn, dann sogleich trennen wir uns von dem. Und das machen wir auch nicht nur einfach, damit wir gut sind, wir als Familie, das ist eigentlich unsere Meisterschaft, dass wir lernen zusammen, diese Wirkungen zu attestieren und dieses organische Leben an euch rüberzubringen, damit ihr auch damit hineinkommt, damit wir lernen, ihm zu folgen von Moment zu Moment, wie es David gesagt hat, und uns da wirklich von allem trennen, das möchte auch ich, wirklich mein ganzes Herz da hineingeben. Und wer etwas Großes bewirken möchte, muss sich halt auch von vielem etwas scheiden, weil beides miteinander nicht geht, und je mehr man erreichen will, desto mehr trennt man sich von allem anderen. Und das möchte auch ich, halt alles, was mich trennen möchte oder wo ich merke, boah, jetzt das
drängt mich vom Herrn, das gleich weglassen, damit ich nur auf dieses eine, auf ihn konzentriert sein kann, dass er wirklich in mir wirken kann und in mir wachsen kann, damit wir auch euch das alles rübergeben können. Und das ist unser Ziel, dass wir euch da motivieren können, dass ihr mit alle da reinkommt, auch in die Bemessung. Dort könnt ihr auch das lernen, wie man diesen Wirkungen nachgeht und erkennt, oh, was ist jetzt alles noch, was mich so vom Herrn trennt. Da hat jeder wahrscheinlich sehr viele Dinge, die ihn noch trennen. Und diese Dinge zu erkennen, das haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir euch das auch geben können, miteinander da in diese Vollkommenheit hineinzukommen und alles, was uns von ihm trennt, einfach zu lassen. Durch deine vielen Nebenäste, solange Dinge zu wichtig sind, solange du sie nicht loslassen willst, solange wird seine Vollkommenheit in dir, von ihm in dir, nicht ausgelebt. Tu nur eines, das eine dafür richtig, denn es fehlt dir die Kraft für das eine. Du willst allzu viel miteinander. Das Leben ihm ist los, denn in ihm liegt Vollkommenheit bereit. Sie liegt in dir fertig bereit. Wer nun neben es schneidet, der schneidet wirklich gründlich. Geh allem auf den Grund, brennst du dich nur nach außen hin. Doch im Herzen, da lässt du nicht los. See, wo einfach das Erdöl zusammenfließt und da, wenn man Erdöl braucht, kann man da anzapfen mit einem Schlauch oder ich denke, das gibt es nicht. Man muss da eine Stelle suchen, wo man vermutet, dass es Erdöl hat und dann weit runterbohren.
Das liegt nicht einfach irgendwo oben, schwemmt sich das irgendwo an, sondern man muss immer tief runtergehen. Das ist sehr kostbar und es hat auch nicht mehr so viel davon, wie man es den Preisen wahrscheinlich entnehmen kann. Also denke ich mal, sonst wäre es nicht so teuer. Ich habe einen Vergleich dazu. Die Vollkommenheit, ich vergleiche es mal mit dem Erdöl. Sie ist weit unten, es ist ja das Kostbares, wo man einen Preis dazu bezahlen muss. Ja, dazu komme ich später noch. Ich habe noch ein Beispiel von Elia. Der wurde ja entrückt, oder? Und er wurde am Jordan entrückt. Und vor kurzem habe ich erfahren, dass der Jordan der tiefste Punkt der Erde ist. Und da denke ich auch, das ist kein Zufall, sondern ein Abbild, dass immer die großen Dinge tief unten geschehen. Das sind die kostbaren Dinge, wo es tief runter geht davor. Da, es ist der Weg geschildert damit, wie es zuerst tief runter geht und dann ist man bereit, dass Gott etwas Großes tun kann. Und bei mir ist es eigentlich auch so, dass wenn ich hatte letzte Woche so eine Phase, wo ich immer wieder merkte, ich überfahre die Signale so schnell und am Schluss kommt wieder ein Reifenschuss, irgendetwas geht kaputt oder so und dann merke ich, und irgendwann denke ich, ich kann es nicht oder so und will fast aufgeben, aber da habe ich gerade gemerkt, dieser Punkt ist ja dazu da, wo man denkt, jetzt gebe ich es auf, das geht gar nicht, ich kann nicht vollkommen sein oder so, dann merke ich, an diesem Punkt führt mich Gott extra hinter, wo ich merke, er in mir kann es und dann kann er es auch und dann schaue ich nur noch auf ihn und nicht mehr auf mich. Aber es gibt eben auch so solche Phasen, wo ich wieder daran vorbeigehen kann, an diesem Punkt, wo ich weiß, eine Theorie und dann gehe ich in mir selber, in der eigenen Kraft in den Tag und denke, so jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann entstand ich genau gleich und merke, ich muss trotzdem an diesem Punkt, wo ich alles Eigene loswerfen kann und alles weg und einfach nur noch in ihm. Weil immer da, wo allgemein wir Menschen am Ende sind, da beginnt Gott. Sonst sind wir gar nicht bereit, wir haben überall selber den Kopf drin. Das habe ich auch gemerkt, irgendwie Signale, nur auf ihn zu schauen, was wirkt er jetzt und nicht selber, wie Simon gesagt hat, in der Intelligenz. So habe ich oft auch immer wieder selber abgewogen, wie ist es jetzt gut, aber gar nicht ausgerichtet gewesen darauf, was er jetzt tut und schon ist er wieder weg. An diesem Punkt entspringt das und eben man kann an diesem Punkt vorbeigehen. Es gibt solche Leute, die denken, sie können, sie brauchen Gott nicht, die Vollkommenheit ist gar nicht wichtig für sie, sie sind gar nicht bedürftig und da gehen sie an der Vollkommenheit vorbei. Sie sind wie ein junger Vogel. Und die Mutter bringt einen Wurm und sie machen den Mund gar nicht auf, sie wollen es gar nicht. Und es kriegt nur der etwas, der den Mund ganz weit aufmacht, das wisst ihr. Also das hat mit der Schnabelfarbe zu tun. Also das ist wieder etwas anderes, aber ja. Es ist auch bei den Diamanten so, den haben wir hier abgebildet. Der ist auch tief unten, die liegen nicht irgendwo an der Oberfläche rum, dann kann man die schön zusammensammeln, sondern die sind aus Kohle, unterdrücken sind die entstanden. Also Kohle ist ja das ganz Schmutzige, da sieht man nichts durch, das ist undurchsichtig und da wird etwas ganz Klares daraus, auch unterdrücken und tief unten. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist ein Weg zu dieser Vollkommenheit, bis man sie greifen kann. Ja, und davon handelt mein Lied und ich denke, wir singen das Lied jetzt. Gottes Vollkommenheit, er geht an die demütig sind und schwächlich, denen, die sich groß fühlen. Weicht sie aus, weil sie sich selbst noch genügen. Denen, die sich groß fühlen, weicht sie aus, weil sie sich selbst noch genügen. Am tiefsten Punkt in Schwachheit, wo ich ganz unten bin, dort liegt sie bereit, die Vollkommenheit. Oft ich sie erwarte und glaube, sie begehrt. Er weiß sich Gott lebendig und wild.
schwache Dankst, oh Weltlust, ich opfere es für dich. Kannst du in mir wachsen und ich wachs in dir. Kannst du mich stets leiten und führen bis ans Volk ins Land ein, dort steigt Elia auf. Dort hört Gott auf Elisa, im Jordan weicht die Schmach. Dort tauft der Täufer allen die Schuld und Sünden ab. Dort hört Gott auf Elisa, im Jordan weicht die Schmach. Dort tauft der Täufer allen die Schuld und Sünden ab. In diesem Punkt wirst du, oh Gott, dein Volk herab. Aus unserer eigenen Kraft, denn Kraft, sie fließt aus dir, dort bei dem tiefsten Punkt. Heute werden wir sehr viel, also sehr im Internet verfolgt, weil man sagt, es gibt überhaupt keine Vollkommenheit mehr. Aber es war das mit Petrus. Es war so, Petrus sah Jesus auf dem Wasser stehen. Er stand auf dem Wasser und dann dachte er, oder sagte er sogar, das kann ich auch. Und kaum schaute er auf die Wellen und glaubte nicht mehr, dass er es in Jesus kann, da sank er schon ein bisschen ab. Und bei mir ist es so, dass es bei mir auch manchmal bei der Hausaufgabe so ist, bei den Rechenwellen, wenn ich sie angucke und denke, nein, das ist viel zu groß, viel zu schwer. Und nachher, dann sinke ich wie ab und wenn ich auch nicht glaube, dass ich es in Jesus kann, dann sinke ich auch wie ab. Und wenn ich da einfach loslasse und sage, ich kann es, weil er in mir ist, und das eben mache, dann kriege ich wieder einen klaren Kopf und ich habe die Rechnungen im Nu schnell fertig. Und wir dürfen einfach glauben, dass wenn Gott etwas kann, dann können wir es auch, weil er in uns ist und weil er uns lebt, ja. Also wir hatten Ferien. Und da sind wir an den Strand gegangen. Und da hat Boasa bei Mama einen Apfel geholt und hat dann reingebissen. Und dann ist ihr den Apfel aus Versehen in den Sand gefallen. Und dann hat Mama gesagt, sie soll den Apfel beim Wasser auswaschen. Dann ist sie gegangen und anstatt den Apfel auszuwaschen, hat sie ihn reingeschossen. Ins Wasser. Und da kam sie ohne Apfel wieder zurück. Und da fragten wir sie, wo sie denn ihren Apfel hat. Und da sagte sie, das Fischlein hat es gefressen. Und das war eine Lüge. Und dort haben wir es nicht aufarbeitet. Und am nächsten Tag ist genau schon die nächste Lüge gekommen. Und wir müssen lernen, also wenn jemand eine von euch oder ich zum Beispiel eine Lüge tut dann, und wir nicht in Ordnung bringen, dann geht es voll lange und irgendwann hast du dann ein voll schwarzes Herz und dann kriegst du es irgendwie gar nicht mehr weiß, nur wenn du es alles zugrunde bringst und es deinen Eltern sagst. Und ich habe nochmal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel bei Anna-Sophia und bei mir etwas kratzt
und wir bringen es nicht an Ordnung, also in Ordnung, dann wird die erste kleine Pflanze, die wächst dann schon ein bisschen. Und wenn wir die nicht rauszupfen, dann am Schluss ist dann wird es zu einem Baum und dann ist der Baum so groß und dann kann man nicht mehr rauszupfen. Und darum müssen wir schon lernen, wenn der Kern schon drin ist, schon rauszureißen. Und dann haben wir schon den Feind unter den Füßen. Ja. Also ich mag auch die Petrus sagen, Lüge ist nicht gut. Wenn du eine Lüge tust, dann musst du die wieder tun. Weil mir auch so wie wird sein. Ja, wenn jetzt das Lied singen. Euch ein Beispiel erzählen. Ich habe mal von einer Frau gehört, die hat ihre wichtigste Liebe nicht bei ihrem Ehemann gehabt, sondern bei einem ganz anderen Mann, der wohnte sogar noch in einem ganz anderen Land. Dann ging sie einige Zeit zu diesem Mann, und durch das brach zu Hause alles zusammen. Und als sie wieder nach Hause kam, konnte sie ihrem Mann nicht einmal einen Kuss geben und noch nicht einmal umarmen. Bei mir ist es so, wenn ich zu Hause in der kleinsten Zelle an der Basis nicht funktioniere und ich die Beziehung zu meinem Herrn vernachlässige und mein Herz irgendwo anders ist, habe ich es mit meinem Bruder Joshua nicht mehr gut und es kommen immer Reibungen und Streit rein. Ich habe gemerkt, wenn ich
Wenn ich mein Herz reingebe und mir Gott und die Beziehung zu meinem Nächsten Joshua wichtiger ist und mich da reinstelle, dass wir zusammen wachsen können, dann haben wir es viel schöner. Und ich habe gemerkt, wenn ich ein richtiges Herz bekomme für die Zelle, zum Beispiel, dass wir am Abend abschließen können, das heißt, dass wir den Tag besprechen, wie ging's, konnten wir im Geist bleiben, ist noch etwas zwischen uns, im Tag besprechen. Und wenn wir das nicht machen, können wir auch gar nicht wachsen. Wenn wir nicht austauschen, wie es einander geht, dann bleiben wir immer am gleichen Punkt. Und da dürfen wir auch lernen, den Tod aus unserer Mitte zu fegen. Das heißt, den Streit, der Unfriede, der Unruhe, die uns immer wieder durcheinander machen und uneins machen, dass wir den aus unserer Mitte schaffen können. Und das fängt praktisch an, in dem Alltag, in der Nächstenliebe zu meinem Bruder, dass ich kann meinem Nächsten das Bessere geben, dass ich ihm etwas Gutes tun kann, zum Beispiel am Morgen das Bett betten oder aufzuräumen für ihn, dass ich ihn entlassen kann oder dass ich ihn hochheben kann. Das ist viel schöner. Sonst, wenn man immer uns gegenseitig runterdrücken, hat man nichts davon und der Geist geht einfach weg. Und ja, ist viel schöner. Und ich habe gemerkt, sobald ich mein Herz nicht zu Hause habe, sondern bei meinen Kollegen, dass es eigentlich gut ist, aber nicht, wenn mein Herz bei ihnen ist und ich sie übertone und mir die wichtiger sind als das Zuhause, dann habe ich es mit Joshua nicht mehr gut. Und dann sogleich auch die Beziehung zu meinem Herrn geht in die Hose. Und ich habe gemerkt, sobald mein Herz wirklich an der Basis ist und ich da ein Herz kriege, in der Zelle und zu meinem Nächsten habe ich es viel schöner und ich kann meine Kollegen dreimal lieber haben als sonst. Und ja, bei meiner Mama ist es so, sie hat ihre wertvollste Liebe immer bei meinem Papa und darum hat es sie so schön zusammen, weil sie ihr Herz am richtigen Punkt hat. Und darum hat es sie auch gut mit anderen Leuten, weil es eben ihr Herz am richtigen Punkt ist. Und ich möchte auch euch Kinder ermutigen, dass ihr ein Herz kriegt für die Basis, euren Nächsten, dass ihr zusammen ans Ziel kommen könnt, dass ihr irgendwie abstumpfen müsst, sondern dass ihr zusammen hochsteigen könnt. Das ist wirklich schön. Ja, und das Lied wird euch noch mehr erklären, wie es weitergeht. Ja. Beginnt zu Haus, in der kleinen Zelle, im Zimmer. Eine Liebe, die nicht zu Hause beginnt, sondern sonst wo, ist gar keine Liebe. Liebe, weil der Teufel oder Tod dahinter steckt. Ich lerne den Teufel und Tod aufzutreiben, indem ich für meine Nächste zu tun beginn. Gottes Vollkommenheit erwacht in mir, wenn ich anfange, im Glauben zu geben. Wenn ich meine Nächste nicht niederdrücke, wenn es ihm nicht gut keine Liebe. Liebe, weil der Teufel oder Tod dahinter steckt. In allem, da steckt noch der Tod mittendrin.
Liebe, Liebe, weil der Teufel oder Tod dahinter steckt. Nicht zur Liebe, zum Bösen. Wahre Liebe, Liebe, sie kam zu uns. Folgen wir ihrem Wirken, erwacht Gott in uns. Gottes Vollkommenheit erwacht in unseren Herzen. Liebe in uns und unter uns in Ewigkeit, in Ewigkeit. Jesus war vollkommen, das wissen wir. Er war vollkommen und ist auch jetzt noch vollkommen. Und wir lesen in der Bibel, was Jesus alles Wunderbares gemacht hat. Zum Beispiel hat Jesus Kranken geheilt, egal was für Krankheiten da waren. Aussätzige hat er angefasst, sie waren geheilt. Er hat Blinden die Augen aufgetan. Er hat Tote aus den Gräbern geholt. Er hat Unzähliges gemacht, Wundertaten. Und nachher steht dort in der Bibel auch noch, dass Jesus gesagt hat, wir sollen gleich sein wie er in dieser Welt. Genau gleich. So vollkommen wie er ist, so sollen wir vollkommen sein in dieser Welt. Und dann, das ging mir auch schon so, als ich das gelesen habe, gedacht, oh, ich soll gleich sein wie er. Wie geht denn das? Ich kann das doch alles gar nicht. Ich kann weder Wundertaten tun, noch kann ich heilen oder auf dem Wasser gehen. Ich kann mich nicht drücken. Ich kann gar nichts, was Jesus alles kann. Und ich denke, so geht es uns allen, wenn wir diese Stelle gelesen haben, dass ich werde nie vollkommen sein, weil ich das nicht kann und weil das kein Mensch kann. Und dann irgendwann ist mir ein ganz großes Licht aufgegangen darüber. Und zwar habe ich gemerkt, auch von Papas Botschaften, dass es viel einfacher ist, als wir denken. Wir denken oft, um vollkommen zu sein, müssen wir genau die gleichen Werke tun können, wie Jesus sie gemacht hat. Müssen wir genau so sein wie er. Dabei stimmt das eigentlich gar nicht so in diesem Sinn, dass wir nur dann vollkommen sind, wenn wir genau die gleichen Werke tun wie er, sondern wir sind dann vollkommen, wenn er im Jetzt in mir ist. Bin ich jetzt in der Schule, bin ich zu Hause, bin ich auf der Arbeit, im Kindergarten oder wo auch immer, wo jeder Mensch ist. Es gibt genau für jeden Menschen eine aktuelle Anweisung für seinen Stand. Wenn ich in dieser Anweisung bleibe, wenn ich der gehorche, dann bin ich fürs Jetzt vollkommen, weil der Herr hat ihm jetzt eine Anweisung mir gegeben und bleibe ich im Jetzt in der drin, so ist der Herr in mir, ist Jesus, wohnt er jetzt in mir und so fließt die Vollkommenheit aus mir hervor, so bin ich fürs Jetzt vollkommen. Es gibt bei jedem Menschen, überall, ob klein oder groß, es gibt für jeden einen Schritt, es gibt für jeden einen Weg, einen nach dem anderen und bleiben wir in diesen Anweisungen drin, die der Herr uns immer im Jetzt gibt, sei es durch die Eltern, sei es durch Geschwister oder durch Lehrer oder wenn wir diese Wirkungen, wenn wir diesen nachgehen und ihm jetzt diesen gehorchen, so sind wir fürs Jetzt vollkommen, weil im Jetzt er in mir ist. Und so ist es mir so groß aufgegangen, dass es gar nicht so schwer ist, dass wir gar nicht diese Wundertaten tun müssen, dass wir so vollkommen sind wie er, sondern nur im Jetzt gehorchen. Und zwar Für ein Kleinkind sieht das zum Beispiel so aus, dass es mal die Mutter unterstützt von ganzem Herzen. Einfach mal den Flur wischt, Teller abtrocknet und Toiletten putzt von ganzem Herzen. Oder dann für einen anderen Menschen ist es so, zum Beispiel mal alle Sünden ans Licht zu bringen. Alles, was er weiß, oh, das ist noch im Dunkeln. Einfach mal ans Licht bringen oder die Zigaretten wegzuwerfen. Es gibt für jeden Menschen eine aktuelle Anweisung, wo er genau weiß, das ist mein nächster Schritt. Und mache ich den, wo ich spüre, dass
Das ist jetzt die aktuelle Anweisung an mich. Gehe ich darauf ein, so bin ich fürs Jetzt vollkommen, für meinen Stand gemäß, für meinen Reifestand bin ich im Jetzt vollkommen. Ich habe dazu auch ein Beispiel gefunden, dass es eigentlich eben viel einfacher ist. Und zwar habe ich mal, als ich noch klein war, habe ich von meinen Eltern so ein Heftchen bekommen von einer Bärenfamilie. Und da hatte die Bärenfrau so ein Auto. Und sie ist da immer mit dem gefahren und dann irgendwann hat sie immer bei jeder Kurve hat so ein ganz komisches Geräusch gehabt, wo sie nicht wusste, was ist das, irgendwas ist kaputt. Dann ist sie da in die Werkstatt gegangen und hat gesagt, mein Auto ist kaputt, ihr müsst das irgendwie flicken. Und dann haben die da das ganze Auto auseinandergebaut, Motor, alles geschaut, an was könnte dieses Geräusch liegen. Dann ist sie wieder rumgefahren, es war immer noch da und irgendwann hat dann die Bärenfrau in den Kofferraum geschaut und hat gesehen, da ist ein Honigglas, das bei jeder Kurve so hin und her rollt und das hat dieses Geräusch gemacht. Ist mir irgendwie so gleich gegangen wie mit der Vollkommenheit. Es ist immer viel näher, es ist immer ganz logisch eigentlich, ganz praktisch, wenn wir nur auf die richtigen Dinge schauen. Und so ist es auch mit der Vollkommenheit, dass es immer ganz nah liegt für jeden Einzelnen. Und so ist es auch, dass ich jetzt nicht ihm jetzt die gleichen Werke tun muss wie Jesus, sondern das, was er mir ihm jetzt sagt. Einfach da mitzufließen und so werden wir vollkommen sein, wie er ist, genau in dieser Welt. Jesus hat auch gesagt, zum Beispiel, dass wir die gleichen Werke tun werden und sogar noch größere und gewichtigere Werke. Und das geht einzig nur auf diesem Weg, wenn wir ihm jetzt gehorchen, so wachsen wir Stück um Stück, so geht es Stück um Stück nach oben und so werden wir schlussendlich genau die gleichen Werke tun können wie er, weil wir jetzt im Gehorchen wachsen wir empor, bis wir zum Beispiel auch auf dem Wasser gehen können oder so. Das wäre dann wieder der nächste Schritt, aber das ist nicht heute dran, sondern jetzt ist dran, einfach im Jetzt drin zu bleiben und zu gehorchen. Da gibt es auch wieder zwei Beispiele aus der Bibel und das hat mich auch sehr angesprochen, zwar der König David und der König Saul. Bei König David war es so, er hat wie vollkommen gewirkt, obwohl er viele Fehler gemacht hat. Er hat sogar Sünden gemacht und viele Dinge, die nicht gut waren, aber er hat immer genau wieder in diesem Moment, wo er gemerkt hat, er ist gefallen, ist er wieder in die aktuellen Wirkungen, in die Anweisungen des Herrn reingegangen, hat wieder Buße getan und ist wieder vom Jetzt zum Jetzt, hat er dem Herrn gehorcht. Und so ist die Vollkommenheit aus ihm herausgeflossen. Er war wie unumstößlich eigentlich, einfach war er da als König und war mächtig und herrlich. Und das andere Beispiel ist der König Saul. Er hat immer in entscheidenden Momenten, als genau da der Herr den Finger draufgehalten hat, hat ihm zum Beispiel gesagt, er darf nicht opfern, bevor Samuel kommt. Und dann konnte er nicht warten und hat einfach geopfert. Und genau da hat der Herr ihm gesagt, da gehorchst du jetzt. Und so ist er nicht in dieser aktuellen Anweisung geblieben und hat dann trotzdem geopfert. Und dann ging es Stück um Stück runter. Er hat nachher wieder nicht gehorcht und wieder nicht und ist absolut immer weiter runtergesunken, währenddem David immer höher hochgegangen ist. Und das sind für mich so diese zwei Beispiele, wo ich sehe, man kann einfach im Jetzt in ihm sein und so können wir wachsen, Stück um Stück empor, bis wir eben, wie gesagt, die gleichen Werke tun können wie Jesus, weil wir im Jetzt vollkommen sind. Ja, von dem zeugt mein Lied. Auf dir und Tadel liegen mitten dieser schmutzigen Welt. Liebig und doch unumstößlich wie ein Fels. An dir erschienen sich die Geister. Feinde brannten aus in deiner Gegenwart. Vollmächtig sprachst du und es geschah. Dein Licht glänzt so. Setzte sie den Anblick. Zuletzt überwandest du den Tod. Hör, wer kommt dir gleich? Und du gebietest.
soll so vollkommen sein wie Jesus. Wundertaten tun und lehren, Weissagen und vom Tod auferstehen. Und du gebietest, wir sollen gleich sein wie du in dieser Welt. Denn du hast mit deiner Vollkommenheit in uns Wohnung gemacht, gemacht. Du lebst ja in mir, vollkommen bin ich doch. Dir folgen im Jetzt, in jeder Situation. Noch kein Missionar, ein Helfer bin ich schon. Ich kehre das Haus, die Küche und den Flur. Geschirr wasch ich mit Herz, die Teller und das Glas. Bin jetzt in dir sein, vollkommen bin ich schon. Vollkommen dünkte, voll Schande sehen wir ihn, trotz allen guten Taten. Er wich von deinem Geist, darum spielst du ihn ab. Oh, danke Jesus, ich brauch um vollkommen zu sein. Wie du heute bestimmt gemerkt hast, ist es der größte Irrtum zu meinen, dass die Vollkommenheit ein Produkt der eigenen Anstrengung ist. Ich habe überhaupt gemerkt, dass es der größte Irrtum ist zu meinen, dass aus uns selber, aus unserem Fleisch etwas kommen könnte. Jesus sagte in Johannes 15,5, getrennt von mir könnt ihr nichts, ja nicht eines tun. Und ich denke gerade, dass in diesem Vers ein Schlüssel ist, weshalb noch so viele an der Vollkommenheit vorbeischießen, weil sie immer noch meinen, dass aus uns selber was kommen kann, dass sie was produzieren können. Und ich habe mich mal gefragt, ja, weshalb ist es so etwas Unmögliches, dass die Vollkommenheit an meinem Fleisch Gestalt gewinnen kann, wenn doch aus mir eh nichts kommt, wenn da eh alles durch jemand anders in mir gewirkt wird. Und ich glaube, dass unser Wandel ein übernatürlicher ist, dass der nur aus Wunder besteht. Und heute ist man der Meinung, es gibt keine Wunder mehr. Wenn man in die alte Zeit, ins Alte Testament schaut, dort sieht man Wunder und man denkt, doch, ja, damals hat es noch Wunder gegeben, aber in der heutigen Zeit, nein,
da gibt es keine Wunder mehr. Man schaut aufs Volk Israel, ihr übernatürlicher Auszug aus Ägypten, ihre übernatürliche Speisung vom Himmel, das Manna oder die übernatürliche Führung durch die Wolken und Feuersäule. Und man sagt, das war damals, heute gibt es das nicht mehr. Aber ist uns schon aufgefallen, dass unser übernatürlicher Auszug aus Ägypten, unser Auszug aus dieser irdischen Welt, dass der genauso übernatürlich ist, wie aus uns. Wir können uns von überhaupt nichts scheiden. Oder die übernatürliche Speisung vom Himmel. Meine übernatürliche Speisung in der stillen Zeit am Morgen, wenn ich am Morgen die Beziehung zu Gott pflege und diese Speisung, wenn ich von ihm gespeist werde, ist das nicht genauso übernatürlich? Ich denke, es ist genauso übernatürlich. Oder die Führung durch die Wolken und Feuersäule im Alten Bund, im Volk Israel. Meine übernatürliche Führung durch die Wirkungen, die wir heute von Simon gehört haben und auch von den anderen, ist es nicht genau so eine Wolken- und Feuersäule? Ich denke, es ist genau die gleiche. Und ich wünsche mir, dass wir diese Wunder und diese Übernatürlichkeit beginnen zu erwarten in allen Situationen. Denn es ist Gottes Prinzip, dass er Wunder an uns wirken will. Er will es an uns und wir dürfen es erwarten. Und das will ich auch mit meinem Lied euch rüberbringen. Die Vollkommenheit, sie ist so fern von mir. Ich kann niemals vollkommen sein in dieser schlimmen Welt. Kein Gebet hat mir Vollkommenheit gebracht. Auch beim besten Vorsatz kam ich nicht voran. Oh Gott, dein Wirken seh ich nirgendwo an mir. Bist du Gott, der früher Wunder tat? Ketten von Wundern wirktest du in deinem Volk. Wo bist du Gott, der aus Ägypten führt und der durch Wunder sein großes Volk versorgt? Wo bist du Gott, der durch die Wüste führt und der die Feinde besiegt und vertreibt? Gottes, was einen Auszug aus der Welt nicht ebenso, dass du aus eigener Kraft die Scheiden von der Welt. Du sagst, sie siegten nur durch Wunder Gottes. Denkst du, dein Sieg käme anders nun zustand? Willst du aus eigener Kraft die Sünde bezwingen? Du sagst, die Führung war ein Wunder Gottes. Leitet dich der Friede Gottes nicht auch gleich? Würdest du aus eigener Kraft die richtigen Wege gehen? Du sagst, sie aß allein durch Wunder Gottes, speist sich dein Wort nicht ebenso. Bringst du aus eigener Kraft etwas nur zustand? Sind wir doch blind für das Wirken des Herrn? Wir sehen all die vielen Wunder an uns blieb. Ja, aus uns selber wollen wir vollendet werden. Anstatt daran zu glauben, dass die Vollkommenheit nur durch Wunder an uns gestalt gewinnt. Vollkommenheit, sie fließt niemals aus von mir. Solang mein eigenes mitschwingt, kommt nichts aus mir. Doch glaub ich nun an deine Wundertaten, die du seit dir und bis jetzt an mir bewirkt. Ich glaub an deine Wunder, die mich ganz verwandeln, dass mein eigenes zu deinem Willen wird. Ein Leben fern von Sünden
erreichbar. Denn deine Wunder sie führen mich hin zu dir. Denn deine Wunder sie führen mich hin zu dir. Denn deine Wunder sie führen mich hin zu dir. Das Thema Vollkommenheit hat mich schon seit ich ein ganz kleines Kind bin sehr begeistert und fasziniert, weil mein Wunsch und mein Herzensverlangen war es schon wirklich, seit ich mich daran erinnern kann, einst stehe ich vollkommen vor Gott, in weißen Kleidern wie ein Engel und nichts holt mich da raus und dann bekomme ich noch den Siegeskranz. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in der Bibel, hinterstes Kapitel Offenbarung, da steht doch da diese ganzen Beschreibungen von der Herrlichkeit Gottes, von diesen Hafen, dem gläsernen Meer und all diesen schönen Sachen und dann diese 24 Ältesten in weißen Kleidern vor Gott mit dem Siegeskranz auf dem Haupt. Und das war meine süße Vision. Dafür habe ich mich bekehrt schon eben, ich denke, seit ich mich daran erinnern kann und habe alles daran gesetzt, diesen Siegeskranz zu erlangen. Und auf diesem Weg, den jetzt auch meine Geschwister und Eltern beschrieben haben, bin ich wirklich Schritt um Schritt gegangen, wie es Noemi erzählt hat, mit den Nebenästen, wirklich keinen Preis gescheut, ganze Sache gemacht. Oder wie Jan Henoch es gesagt hat, in diese Zelle das Herz in die Basis reingesteckt, weil dort das Leben zu pulsieren beginnt, im Zimmer, überall. Ich habe es wirklich umgesetzt und so, wie Suli auch erklärt hat, eigentlich standgemäß immer irgendwie ununterbrochener in diese Herrlichkeit gekommen, immer unablässiger in sein Angesicht geguckt. Und ich kann sagen, das stimmt wirklich, es funktioniert. Das ist wirklich der Weg, man kommt da immer näher. Und da gab es wirklich dann plötzlich ganze Strecken, wo ich nur noch da stand vor dem Herrn. Wo ich ins Bett ging, war ich bei ihm, aufgestanden bin immer noch bei ihm und wieder bei ihm und in der Arbeit zu Hause. Und zwar herrlich. Und da, das war so eine Momentaufnahme. Ich hatte eine Woche, da mag ich mich so dran erinnern, das war einfach Herrlichkeit. Es war diese Signale. Ich habe sie ständig empfangen. Ich konnte darauf eingehen, wie Simon das erzählt hat. Es war nichts zwischen dem Herrn und mir. Ich habe wirklich, die ganze Zeit war ich bei ihm und bei ihm. Und ich hatte Salbung in der Arbeit und überall. Und dann am Schluss dieser Woche habe ich mir gesagt, so und jetzt ist der Moment. Ich lasse das nie wieder los. Und es mag jetzt kommen, was will. Ich habe mich bewaffnet bis an die Zähne. Und ich hätte mir geschworen, dass ich da nicht mehr rausgehe, wenn man schwören dürfte oder so. Aber ich habe einfach festgemacht, da bleibe ich drin. Ja, die nächste Woche war dann ja, ein Kapitel. Da trat nämlich ein Phänomen auf, von dem ich euch erzählen möchte. Plötzlich, eben bewaffnet und gerüstet, wie ich war, hat sich da eine Wolke zwischen den Herren und mich geschoben. Einfach so, die war ziemlich dick. Ich habe nicht mehr durchgesehen, ich habe den Herrn nicht mehr gesehen, er war weg. So wie ich vorhin in seiner Gegenwart war, so weiß nicht mehr. Und ich habe die ganze Woche gekämpft und durchgegangen, Plan A, B, C, jetzt beginne ich früher aufzustehen, ich bete jetzt mehr, vielleicht muss ich fasten, vielleicht, ich habe alles abgecheckt und gemacht, was ich konnte, weil ich wusste einfach nicht, warum ist diese Wolke denn da reingekommen, ich konnte es nicht eruieren, ich habe irgendwie meines Erachtens noch keinen Fehler gemacht, ich war für mich eigentlich vollkommen und ich konnte es nicht verstehen. Am Ende der Woche, ich war echt am Boden, wirklich am Boden, ich lag da und habe zu Gott geschrien, gesagt, wie jemals kann irgendein Mensch in deiner Nähe bleiben, wie ein Engel, das geht nicht. Und ich habe nur noch eins gesehen, bitte nimm mich weg von hier, ich will nicht mehr. Du musst mich jetzt entrücken. Und ich bin durchs Zimmer gekrochen, verzweifelt, geweint, wirklich fest und Kissen reingeschrien. Und als ich da so, ja, da rummachte, das war so, wie wenn der Herr so ganz locker mir antwortet, Lois, hast du nicht gemerkt, dass deine Schwester in der Krise drin steckt? Hilf mir doch auf die Beine. Ihre Wolke ist doch deine Wolke. Was machst du hier? Ja, ich bin einfach aufgestanden. Wir haben uns als Zelle getroffen. Auf die Stunde, wo ich das geschildert habe mit dieser Wolke, ging es bei uns allen hoch. Bei Noemi war da was. Und es hat sofort gelöst. Ich konnte ihr helfen, auf die Beine helfen. Das Licht fiel rein. Wir waren zu dritt im Himmel. Die Wolke war weg, sie war real verschoben, zusammen und sie war weg. Und wow, ich habe gesehen, stimmt, das ist eigentlich das,
mein Papa schon die ganze Zeit sagt und was ich ja selber eigentlich auch schon die ganze Zeit erlebe. Meine Mutter hat es mir kürzlich auch gesagt, es ist nämlich alles, was wir tun. Wir sind eins. Ich war früher zum Beispiel faul, das ist Vergangenheit. Ich war faul und ich war Morgenmuffel, sagen wir dem, ich kam nicht so gut aus dem Bett raus. Noemi war gerade andersrum. Sie war sehr fleißig und Frühaufsteherin und irgendwann sind wir in ein Zimmer gezogen. Und von dem Moment an, wo sie mit mir das Zimmer teilte, war auch sie eine Morgenmuffel und sie kam nicht mehr aus dem Bett raus. Ja, ich habe sie durchsäuert. Wir waren ein Geist in diesem Zimmer. Und da plötzlich habe ich gemerkt, stimmt, das ganze Leben funktioniert ja die ganze Zeit schon so. Aber ich muss sagen, an dem Moment, wo ich da diesen Tiefpunkt hatte, es waren verschiedenste Situationen, nicht nur diese mit dieser Woche. Es waren etliche Situationen, zum Beispiel, nur dass ihr euch das vorstellen könnt, zum Beispiel kann mich ein Brief erreichen von irgendjemandem, den ich nicht kenne. Der Inhalt von dem Brief, der war nicht gut, war schmutzig. Und ich habe gesehen, ey, ich möchte das nicht, mich mit dem flecken lassen, habe ihn in den Papiereimer geworfen und dachte, jetzt bin ich doch wieder vor dir, oder? Und 3 Tage lang ging das so, ich war nicht vor ihm, bis ich den Brief aus dem Eimer gezogen habe und, ich sag mal, mich geschieden habe, zurückgeschrieben habe und mich davon, ja, eben ihm klar gemacht habe, weil ich mit ihm einen Geist bilde in diesem Moment. Ich habe einfach an allen Ecken und Enden gespürt, diese Vision, die ich hatte. So ich renne, wie in der Rennbahn, um meinen Siegeskranz zu erlangen und da der Moment, da ist der, ich bin vollkommen und ich habe es jetzt geschafft und jetzt habe ich, ja, ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, das war irgendwie so dieses Bild. Ich war auch in der Schule immer schon so ein bisschen die musste immer gewinnen, rechts und links überholen und dann den ersten Platz. Und ja, ein bisschen so das war schon auch mit dabei. Ich gewinne so, ich für mich eigentlich. Und da habe ich gemerkt, diese Vision, die ich hatte, weshalb ich mich dazu bekehrte, dass ich diesen Siegeskranz erlange, die gibt es so nicht. Sie existiert nicht, weil es nicht für mich einen Siegeskranz gibt, sondern der Siegeskranz kann nur für uns als Gesamtes errungen werden. Und da habe ich gespürt, meine Vision hält nicht mehr, sie zieht mich nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Ich habe dann nur noch einen Weg gesehen und ich müsste mich abriegeln im Raum der Reinheit, ich müsste mich absondern, müsste weit weglaufen. Ich wollte einfach weg, weil ich wollte das behalten, einfach nur nicht mehr da rausgerissen werden, eben wie ein Engel da stehen und bleiben da. Und dann, als ich so an diese Absonderung dachte, kam mir das in den Sinn mit den Katholiken, mit den Nonnen und Mönchen, dass es ja eigentlich ihr Ziel war mit dem Kloster, dass sie sich absondern, dass nichts an sie rankommt und sie für sich einen Stand eigentlich genießen können. Und da habe ich gemerkt, nein, das ist nicht meine Lebensvision, das kann es nicht sein, das sehen wir an der Frucht, dass das irgendwo nichts bringt. Ja, und da, als ich mit dem Herrn gekämpft habe, ich wollte irgendeinen Weg darum, da habe ich gespürt, nein, es gibt nur einen Weg, ein zweites Ja für den Weg, eine zweite Bekehrung. Eine zweite Bekehrung ins Gesamte rein, wo ich meinen Stand als wertlos achte, auf eine gewisse Weise, wie es Paulus auch sagt, für mich wäre schön, jetzt abzuscheiden, bei Christus zu sein, aber ich, um des Gesamten willen, gebe ich mich hin und kämpfe um jede einzelne Seele. Oder dass wir gemeinschaftlich in Vollkommenheit reinkommen. Und eben, als ich da am Boden lag und irgendwie die Willigkeit nicht so fand für diesen Weg, mich da ein zweites Mal zu bekehren, da ist mir eben eingefallen, Papa und Mama, warum ist es so weit gekommen, dass ich vor Gott stehen konnte, dass ich alles, diese Nebenäste und alles, was ihr gehört habt, das ist ja alles von ihnen gekommen. Sie haben auch ihren Himmel verlassen, sie haben sich auch hingegeben, sie allen voran, dass überhaupt irgendjemand von uns Gott sehen kann, ist, weil jemand einen Preis bezahlt hat, weil sich jemand da reinbekehrt hat und sich verbindlich meldet zu einem Umfeld und sagt, ich bin hier, wir zusammen kommen wir nur hoch. Und sich nur so vollkommen sieht, wie man als Gesamtes ist. Und da plötzlich habe ich wieder den Geruch in der Nase gehabt und eine neue Vision gesehen. Und zwar wir alle miteinander vollkommen. Wir als Leib bekommen den Siegeskranz, weil wir ein Leib sind. Ja, und ich ein Teil daran. Und ich habe mich bekehrt ein zweites Mal und habe mein Herz da ganz reingesteckt. Und ich kann nur sagen, eine neue Welt ist dabei aufgegangen. Eine spannende Welt voller Zusammenhänge und es ist mein Leben Tag und Nacht. Und zwar, ich habe gemerkt, es ist so nah, wenn sowas geschieht, zum Beispiel ich komme aus der Stille, aus der Wolke raus, ich habe mich gerade auffüllen gelassen, wunderschön,
komme in eine Begegnung mit jemandem und es ist vielleicht irgendeine Dämpfung da, irgendeine Verfehlung, die mich selber aus der Beziehung lockt und sie ist dann weg. Und dann diese Versuchung, jetzt, das muss ich jetzt sagen und du, ich gehe dann auf ihn zu und sage ihm dann irgendwas, so in einem falschen Ton oder nicht so mit dem Herzen drin. Und schon merke ich, ich habe ihn verletzt. Jetzt ist er ja noch tiefer unten. Jetzt, er ist ja ich. Und das zu realisieren, wie sehr das so ist, dass wir eins sind, dass wir einen Geist haben, ja wirklich eins sind, zu merken, wie ich den Nächsten begegnen muss, wie ich anfassen muss, wie viel Liebe und Glauben es braucht, wie viel Liebe und Glauben es auch mir gegenüber gebraucht hat, dass irgendwas da gegangen ist. Und so sind wir am Lernen tagtäglich und wir spüren, wie es immer mehr geht, wir fließen diesem Strom mit, es braucht nur so wenig, auch wenn wir uns treffen, es geht immer besser. Man sieht sich nur in die Augen und sieht, oh, hier ist ein Mangel. Was kann ich tun, dass es so schnell wie möglich wieder in die Beziehung kommt? Dann schaue ich, welchen Weg finde ich, um ihn zu fördern, oder? Und zum Beispiel, das war auch eine Situation, ich musste meinem kleinen Bruder nur in die Augen schauen und habe gemerkt, oh, da ist ein Mangel, wie kann ich ihm helfen? Und am liebsten würde man im Bild vom Papa mit dieser Maschine, die alle Knöpfe hat, oder? Schnell rüber, schau, du musst nur so und so drücken, sagt schnell alles. Und er vergisst im nächsten Moment wieder. Das heißt, Liebe kann in dem Moment auch sein, zu sagen, geh doch nochmals vor den Herrn und schau, wo bist du rausgefallen? Und das ist im Moment vielleicht hart, man schließt ihn aus, man sagt, jetzt machen wir alleine Gebetszeit, du kannst nochmals vor den Herrn. Aber es hat gefruchtet. Er kommt, 3 Seiten Ausführung, 1. Wirkung, 2. Wirkung, 3. Wirkung, überfahren, hier Reifenschuss, dong, 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 paff. Und ich sage, super, ja, was wäre jetzt gewesen, wenn ich ihm das gesagt hätte? Ich hätte genau dasselbe gesagt. 1. Wirkung, 2. Wirkung, dort bei den Ballons, bei den Wasserballons, die sich angeworfen haben, was verboten war und so. Ganz simple Dinge, man könnte sie einfach so sagen. Und so, das ist eine Wissenschaft und sie ist sehr interessant und ja, ich habe mich für diesen Weg ganz entschieden, mein ganzes Herz da reingesteckt und es macht wirklich Freude, weil man merkt, es ist möglich, gemeinschaftlich eine Atmosphäre des Friedens und der Herrlichkeit zu haben. Wir kennen die wirklich als Familie, wir haben Herrlichkeit durchs Band und wenn was ist, eben wir machen keine Fehler, aber wir glauben daran, dass wir vollkommen sind und es ist auch so. Und das zum Abschluss noch, darum sind wir auch hier auf Tournee, um zu sagen, der Herr nimmt auch uns als Familie nicht weg. Er nimmt mich persönlich nicht einfach weg, wenn ich irgendwo bin. Auch uns nicht als Familie. Wir müssen gemeinschaftlich den Tod überwinden, weil es unser gemeinschaftliches Problem ist. Und das ist eben wie ein Glas Wasser. Wir sind ein Wasser. Und wenn jemand Tinte reinschüttet, das kann auch ich sein. Jeder legt das, was er mitbringt, in die Mitte und es gibt einen Durchschnitt. Dann sind wir nämlich alle blau, dann durchsäuert das alles. Und ich kann nicht sagen, ich war hier Wasser, das geht mich nichts an. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wir können uns da nicht drum rumdrücken. Und darum steht man sich gegenseitig vor der Tür. Und deswegen steht auch ihr uns letztendlich vor der Tür. Und darum müssen wir auf Tournee gehen oder und auch all die Preise bezahlen. Wir können nur gemeinschaftlich den Tod überwinden, nur gemeinschaftlich ja, ans Ziel kommen. Nur gemeinschaftlich gibt es diesen Siegeskranz, wenn sich jeder da reinbekehrt. Und da möchte ich euch auch ermutigen, dass wir uns auch da reinbekehren und den Siegeskranz erlangen zusammen. Okay. Vollkommen vor dir zu stehen, war meine süße Vision. Siegeskranz! Zum Greifen war er nah, in weißen Kleidern stand ich da und schaute in dein Angesicht. Doch plötzlich war ich schmutzig und Wolken verdeckten die Sicht. Siegeskranz! Wer kann ihn allein weinen, die ich am Boden und sehne mich nach möchte heimgehen, immer vor dir stehen, Siegeskranz. Ich könnte nur erlangen in der Absonderung, müsst mich abriegeln.
im Umfeld, das ist die, das trotz seinem Wandel plötzlich Schmutz an mir ist und ich den Herrn nicht mehr sehe. Siegeskraft! Ich kann ihn nur erlangen, wenn ich richte in Liebe, sei es in Strenge oder Milde, in Gericht oder Gnade, das ist Liebe. Siegeskraft! Ich erlange nur in der Aufopferung Zelle. Doch du sonderst uns nicht ab und du nimmst uns auch nicht weg, denn du willst das gesamte vollkommen sehen. Sich dafür hinzugeben, das ist der Siegeskraft. Sich dafür hinzugeben, ein Lied, das wir euch widmen möchten. Das ist das Lied vom Heiligtum, das nicht von morgen, nicht von gestern, von einst, sondern von heute zeugt. Ich versuche jetzt das Oratorium zusammenfassend auf den Punkt zu bringen, was uns dabei ganz besonders wichtig ist. Abgesehen davon, dass uns alles ganz besonders wichtig ist. Habt ihr vielleicht gemerkt, ja? Aber das, was gerade Lois jetzt angeschnitten hat, das war das, was ich am Anfang sagte. Hier sind wir gewissermaßen wieder an einem neuen Anfang. Sie hat dieses Thema des Organismus mal etwas näher jetzt auf den Punkt gebracht. Und das ist vielleicht unser Hauptziel mit dem Ganzen, was wir euch bringen möchten. Es ist nicht unser Ziel, dass jetzt nach diesem Oratorium dann dort, ich sage es mal etwas zynisch, einige Jesus-verdächtige Typen rumgöttern und sich irgendwo in himmlische Höhen hochschwingen. Wovon wir zeugen, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir zusammen diese Gottheit bilden. Zusammen sind wir in Christus eins. Das heißt, wir sind als Menschheit nicht das, was wir immer gedacht haben, was behauptet wurde, was wir immer gepredigt bekommen haben. Du bist nicht einfach du und ich bin einfach ich. Ich frage dich heute etwas vorwurfsvoll: Was hast du eigentlich in meinem Leben drin verloren? Verstehst du das, was ich jetzt sage? Du sagst, ich habe mit dir gar nichts zu tun, ich kenne dich nicht. Natürlich kennst du mich nicht. Aber die Tatsache, wenn wir in Gott ein, ich sage es jetzt wieder bildlich, ein Wasser sind, haben wir eben doch ziemlich viel miteinander zu tun. Ist dir schon aufgefallen, dieses besondere Geheimnis, dass Menschen von klein auf einen Naturinstinkt haben, immer wenn sie etwas Neues entdecken, etwas Neues kennengelernt haben, etwas Neues besitzen, dass sie immer als erstes was machen? Sie gehen immer gleich zum Nächsten hin und sagen, schau, was ich habe. Auch schon aufgefallen? Eigentlich völlig unlogisch. Wenn man Gold gefunden hat, die Goldgräber, sind die hingerannt. Jeder wusste mit der Zeit, es gibt einen Goldrausch, es gibt einen Skandal, aber immer wieder rennen sie hin. Wenn ich was Neues entdeckt habe, ich habe was Neues, schau mal, was ich hier habe, schau mal, was ich da gemacht habe, schau mal hier, warum erzählen wir uns eigentlich immer alles? Merkt ihr, das sind Naturinstinkte, weil wir spüren, dass wir zusammen erst ein Ganzes sind. Schau mal, wie das in der Bibel ist. Die verlorene Drachme der Frau, sie verliert die Drachme. Jesus erzählt dieses Gleichnis und sagt, als sie sie gesucht hatte, lange nicht fand, endlich fand sie die Drache. Was ist das Erste, was sie macht? Sie ruft die Freundinnen zusammen, ihr ganzes Haus, ihre Nachbarn, sagt, freut euch mit mir, denn ich habe meine Drachme wieder gefunden. Könntest du menschlich sagen, was geht mich das an, deine Drachme? Natürlich geht dich das was an. Der Mensch spürt intuitiv, wenn du dich nicht mitfreust, ist meine Freude gar nicht völlig. Geteilte Freude ist so ein Sprichwort, ist eine
ganze Freude, oder? Eine volle Freude, geteilte Liebe ist die eigentliche volle Liebe, ist eine summierte Liebe. Und so ist es mit allem. Der andere, der sein Schaf verliert, wiederfindet, im Gleichnis sagt Jesus, er sucht die ganze Nachbarschaft zusammen, seine Freunde, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden. Wir sind gekommen, um von diesem Zeugnis abzulegen. Seit jetzt 30 Jahren sind wir unterwegs. Ich bin seit 30 Jahren unterwegs und seit 28 Jahren habe ich mich spezialisiert auf diesem Gebiet Organismus. Das ist mein Dienst, den ich bekommen habe vom Himmel. Ich kann es nicht anders formulieren, als so wie es ist. Wir haben jahrzehntelang jetzt Tag und Nacht, buchstäblich, ich sage Tag und Nacht, haben wir diese organischen Verbindungen attestiert. An jeder Ecke, wir haben mit Drogensüchtigen, psychisch Kranken, Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft gehabt über 15 Jahre hinweg und haben das am eigenen Leib durchstorben, durchlitten, durch Leiden gelernt, was die Konsequenz unseres Vereintseins ist. Und wir sind zur unumstößlichen Überzeugung gekommen, zur Bezeugung, wir alle besitzen eine Gesamtpsyche. Denn das haben wir auf Tausenden zurückerlebt, neue Leute im Haus, sie brachten ihre Psyche, ihren geistlichen, seelischen Zustand, brachen sie auf die Minute mit sich ins Haus. Da schwitzest du manchmal in der Nacht, du hast dich gewunden, du hast plötzlich Ereignisse in dir gespürt, die du gar nicht selber einordnen konntest. Kann ich mal eure Hände sehen, wer hat so etwas Ähnliches schon erlebt? Mach mal ein bisschen Winke, Winke, schaut euch mal um. Alle, die denken, wir reden hier was Seltsames. Jeder von uns kennt das. Du weißt, wie es mit deinem Partner zu Hause ist, wenn sich der Streit nur schon anbahnt. Es ist noch nicht mal ein böses Wort gefallen. Du weißt, was geschehen kann, wenn du guter Dinge nach Hause kommst und plötzlich geht es runter, runter, runter und du spürst jetzt kommen. Stimmt das? Was ist denn das? Das ist unsere Vernetzung. Und seht ihr, wir sind gelehrt worden, wie wenn du und jeder einzelne ein Individuum wäre, das mit dem anderen nichts zu tun hat. Das stimmt einfach nicht. Wir sind organisch, psychisch zusammengefügt. Wir haben eine gemeinschaftliche Psyche. Wir kommen nur ans Ziel, wenn wir alle ans Ziel kommen. Wir haben einen gemeinsamen Geist. Gott ist Geist und die mit ihm vereint werden, die werden im Geist, ich sage es wie dem Bild des Wassers, zu einem Meer, zu einem Wasser. Aber wir haben eine gemeinsame Psyche und sind ein gemeinschaftlicher Leib. Und Geliebte, wenn wir heute hier sind, sind wir hier, um diesen Schrei vom Himmel zu hören. Lasst uns umkehren in die Wahrheit. Lasst uns Mitarbeiter an der Wahrheit werden. Wir sind gekommen, um die Konsequenz zu sagen, wenn wir das nicht lernen jetzt, wenn wir nicht als dieser eine Mann, als diese eine Psyche, als dieser eine Geist, als dieser eine Leib zu funktionieren beginnen, einander hier hochheben, dass wir im Geist das werden, wozu wir geschaffen wurden, in Gott. Wenn wir das nicht schaffen, Geliebte, jetzt kommt die Zeit, wo in der ganzen Welt eine Zusammenballung stattfindet, wo das nicht unter der Führung Gottes stattfindet, sondern unter der Führung eines anderen Geistes, der ganz gegen Gott ist, ganz gegen Gott arbeitet. Das nennt die Bibel den Anstatt Christus. Das ist ein Organismus, der sich rein mechanisch, rein formmäßig zusammenschließt über Internet. Hört ihr das? Über Internet eine Vernetzung, wo man die ganzen Psychen auch zusammennetzt, das ganze Wissen zusammennetzt, aber alles ohne die Führung Gottes. Alles auf der alten Schiene, ihr werdet sein wie Gott, aber immer noch unter der Leitung desselben Nesträubers, der die Menschen noch immer fern von Gott selber aufbauen möchte und selber Kopf sein möchte, dieses organischen Lebens der Menschen. Und das prallt in dieser letzten Zeit zusammen und ich prophezeie, und das ist die Wahrheit, was ich jetzt sage. Wenn wir nicht erstarken und jetzt hineinfinden in dieses Leben mit Gott und aus dieser Fülle leben lernen, der andere Organismus, der wird unglaublich erstarken und wird sich nicht wohlfühlen um alles, was sich ihm nicht unterwirft. Dieser andere Organismus, der jetzt im Entstehen ist, der wird fordern, dass alles Christliche wegkommt. Der wird fordern, dass alles Religiöse wegkommt. Der wird fordern, dass alle Kirchen wegkommen, alle freien Gemeinden wegkommen. Es darf keine Religion mehr geben, das steht dort auf dem Programm. Und alles andere sollte eliminiert werden. Hier gäbe es Stunden zu reden, aber wir sind gekommen, um euch zu bitten, fast anzuflehen, dass ihr doch umkehrt in diese organische Verbindlichkeit.
dass ihr mit uns zusammen diese Botschaft, die ihr heute gehört und ich hoffe auch gespürt, gesehen habt, dass ihr die mit uns zusammen lernt in der Praxis und sie mit uns zusammen hinaustragt, ebenso kostenfrei, wie wir das heute für euch machen, damit die Welt erfährt, was ihre Bestimmung ist, damit die Welt Schulung bekommt im organischen Leben, dass dieses Gesamtbewusstsein wieder entsteht, dass die Gesamtgerechtigkeit wieder hochkommt, dass die Wiederherstellung geschieht, von der Jesus gesagt hat, das will ich zuerst aufrichten, das ist die Bedingung, sonst kommt er noch nicht mal richtig zurück, wie er das eigentlich angesagt hat. Und ich möchte das Ganze jetzt auf einen dramatischen Punkt bringen, nicht um euch jetzt anzugreifen, um euch irgendwas Böses in den Kopf zu werfen, aber ich möchte doch mit aller Vehemenz betonen, das, was wir jetzt beredet haben, das hat so einen verbindlichen Einfluss aufeinander, dass wir sagen, und ich stehe jetzt hier an Gottes Statt, dafür werde ich mal vor dem Thron Gottes gerichtet werden, was ich jetzt sage. Aber ich sage es im Namen Jesu, ich sage es anstelle Gottes. Ich sage, wer dieses Geheimnis, wer diese Verbindlichkeit im Geist, dieses gemeinsame Hinwachsen ins Licht, in Strom des Lebens, wer das durchquert, wer sich Christ nennt und das nicht verbindlich auslebt, das nicht verbindlich lernt und umsetzt, der ist ein potenzieller Terrorist. Lasst euch das bitte jetzt einmal in aller Liebe gesagt sein. Und ich will dir beweisen, warum das so ist. Terroristen sind Menschen, die in ein Flugzeug steigen und sie zwingen die Maschine gegen den Willen der Passagiere oder des Piloten in eine andere Richtung, wo die gar nicht hinfliegen wollen. Das nennt man einen Terrorist, nicht wahr? Sie entführen ein Flugzeug oder irgendwas. Und sie nehmen die Menschen unter ihre Macht gefangen. Sie zwingen sie, einen Weg zu gehen, den sie nicht wollen. Wenn sie ganz schlimme Terroristen sind, schädigen sie diese Menschen auch noch. Sie sperren sie ein für Jahre oder sie töten sie gar zuletzt. Das ist das, was heute am schlimmsten geahndet wird in der Welt. Aber hört zu, wenn wir uns Christen nennen und nicht diesen Geistwandel lernen, genau diesen, von dem wir heute zeugen, dann sind wir geistliche Flugzeugentführer. Wir sind geistliche Navigationshacker. Ich weiß gar nicht, was ich für schlimme Worte dafür finden kann. Es kann keinen schlimmen, stark genug Ausdruck geben, um zu zeigen, was wir eigentlich anrichten. Seht, was wir gesagt haben, wir können nicht für uns jetzt einfach in den Himmel fliegen, fertig werden. Wir spüren, dass wir zurückgehalten werden. Zurückgehalten von denen, die einfach aufs eigene losleben, die sich nicht auf den Geist ausrichten. Also es heißt, unsere Maschine wird entführt. Wir werden abgeschleift, wieder Richtung Hühnerhof, nicht? Und das ist unser Aufruf. Wir sind gekommen, um euch zu sagen, das ist ein Befehl Gottes. Kehrt um in diese Verbindlichkeit, kehrt um in dieses Leben im Geist, denn das ist unsere Natur, das ist unsere Rettung, das ist unsere Bestimmung, dass wir nicht dem Tod weiter entgegensterben. Und seht, wir bieten euch mit diesem Tag, wie es oft genannt wurde, wir bieten euch diese Bemessungsdienste an, wir bieten euch Schulungen an, alles unentgeltlich, was euch ein Zeichen sein darf dafür, dass wir hier nicht Geschäfte treiben, dass es uns nicht um etwas anderes geht, als um euch das zu bringen, was ihr braucht. Wir machen das seit, wie gesagt, über 25 Jahren, ganz verbindlich. Und ich kann es euch sagen, ich bin in der ganzen Welt rumgekommen, ich war in vielen Ländern, ich habe von allen Ländern über 30 Jahre jetzt die Berichte mitverfolgt. Wir haben nie auf der Welt eine zweite Bewegung gefunden, die das schult, was wir schulen. Es gibt viele Bewegungen, die behaupten, das zu tun, aber in der Praxis, sie schießen alle am Ziel vorbei. Sie schießen alle an der kleinsten Zelle vorbei. Sie schießen daran vorbei, dass die neue Welt zu Hause beginnt, in den eigenen vier Wänden, das, was wir heute gehört haben. Sie fliegen alle hoch, zu hoch, sind alle missionieren auf dem Missionsberg und der Familienberg wird vernachlässigt. Oder wer im Familienberg arbeitet, hat es nicht mehr geschafft bis zum Missionsberg, die bleiben dort stecken. Aber wirklich nach dem Leben Gottes zu urteilen, den Maßstab der Intuition des Lebens aus Gott, dem verbindlich leben zu lernen, wir haben 30 Jahre nicht einen gefunden, der das wirklich in der Praxis umgesetzt hat. Wir hingegen bekommen Zeugnisse aus aller Welt. Ich habe hunderte von Zeugen aus aller Welt, aus Afrika und Amerika, nenne welches Land du willst. Überall sind Menschen Gottes gekommen, gestandene Männer und Frauen Gottes, die Jahrzehnte im Glauben waren, die sich auch durchgelesen haben durch die Kirchengeschichte. Sie sagen uns seit Jahren und Jahrzehnten dasselbe. Ihr seid die Ersten, die das in die Praxis gebracht haben. Das mag jetzt unheimlich hochmütig, anmaßend klingen für das eine oder andere Ohr. Ich möchte euch aber einen Spruch sagen,
der bekannt ist in der Welt, nämlich der Spruch, dass jede große Wahrheit vor ihrem Durchbruch als Blasphemie galt. Und ich kann es euch versichern, wir werden um dieser Botschaft willen, jetzt seit 20 Jahren massivst verfolgt, also seit 25 Jahren, wir werden in den Dreck gezogen mit Verleumdungen, mit Lügen, mit Verdrehungen, dass man es nicht zählen kann. Ja. Und das ist der Punkt. Ja. Wir stehen trotzdem hier und sagen, das ist der Weg. Und wenn ihr irgendwo einen anderen Dienst findet, der euch das organische Leben im Geist verbindlich lehrt, dann geht dorthin und lasst es uns wissen. Wir danken euch auf den Knien dafür. Wir werden das tun, was ich kürzlich tat, weil eine Schwester kam und sagte in Südafrika, ganz zu unterst, da ist ein Dienst, der macht genau das, was du. Es ging ganz kurze Zeit, ich stieg ins Flugzeug, ich habe mich aus all der Arbeit rausgerissen, bin nach Südafrika geflogen, um diesen Bruder kennenzulernen. Ich habe mich mit eigenen Augen vergewissert, weil ich gesagt habe, wenn es irgendeinen zweiten Dienst gibt, der das schon tut in der Praxis, dann will ich mit dem Handschlag haben. Und ich habe nicht irgendetwas von dieser organischen Dimension dort gefunden. Die Worte, okay, viele gleiche Worte, in der Praxis das bare Gegenteil. Also ich bin immer noch am Suchen. Ich hätte auf den Knien gedankt, wenn das Wahrheit gewesen wäre. Es wäre meine absolute Entlastung. Also ich fasse es zusammen. Wir möchten jetzt das letzte Lied singen und es ist ein Opferlied. Wir sagen nicht das Heiligtum von einst, irgendwann, sondern jetzt und heute weihen wir uns für das Heiligtum. Ich möchte, dass heute niemand aufsteht. Gewöhnlicherweise will ich, dass ihr aufsteht, um zu bezeugen mit eurem Stehen vor den Menschen und vor Gott, ich halte mich zu dieser Predigt. Aber das mache ich heute nicht so. Ich möchte nicht traditionell verfallen. Ich habe ein anderes Verlangen im Herzen heute. Ihr dürft sitzen bleiben, ihr sollt sitzen bleiben und ihr steht innerlich vor Gott auf. Und wir teilen euch nach diesem Lied, teilen wir euch Karten aus, wo ich euch bitte, dass ihr auf diesen Karten euer Herz nachher draufschreibt und uns zurückgebt. Dass jeder Einzelne mir eine Antwort gibt, sagt er Ja zu diesem Weg, sagt er Nein zu diesem Weg. Sagt er nur Ja in der Theorie, geht aber seinen eigenen Weg, oder sagt er Ja in der Praxis und klingt sich mit in die Verbindlichkeit, in diesen Lauf, in diese Schulung, in diesen Dienst ein, wo wir übergemeindlich, überörtlich, international diese Botschaft unter die Menschen bringen. Du kannst jetzt während diesem Lied tief in dich hineinhören, hineinschauen und dich vor Gott stellen, will ich diesen Weg mitgehen? Habe ich gespürt, dass hier das Leben Gottes drin ist oder nicht? Wenn ja, dann mach dein Herz jetzt während dem Lied fest und ich möchte nachher alle segnen und nachher noch den Schluss sagen, mit was es dann auch nichts zu tun hat. Aber ich möchte, dass jeder sich bewusst entscheidet, sage ich Ja zu dieser Botschaft, Ja zu diesem Weg oder sage ich Nein zu diesem Weg. Ich möchte dieses letzte Lied vom Opfer singen. Ich bin durch dein Opfer vollkommen gemacht. Die Fülle der Gottheit, sie ist uns zugedacht. Nicht mir, nur für mich, sondern uns Christi Leib. Das eine aus vielen Geheimnis verbleibt. Ich komm ins Heiligtum heute, lass den Vorhof des Eins in des Allerheiligsten Beute. Ich komm ins Heiligtum heute, lass den Vorhof des Eins, weil du nur vereintest. Zum Leib, dass sein Geist in uns wohnt. Vervollständig sind wir, so mit Gottes Sohn. Allein in mir selbst bin ich arm, nackt und bloß.
musst. Drum steh ich verbindlich zum gemeinsamen Los. Ich komm ins Heiligtum heute, lass den Vorhof des Eins in des Allerheiligsten beuten. Ich komm ins Heiligtum heute, lass den Vorhof des Eins, weil du nur Vereintes vereinst. In Christus vereinigt, mit Gott kohärent, unbegrenzt fließen Kräfte, wo nichts mehr uns trennt. Alle Mängel, alle Krankheit, alles Leid und Versehen, aller Tod weicht, wenn wir wie ein Mann auferstehen. Ich komm ins Heiligtum heute, lass den Vorhof des Eins in des Allerheiligsten Beute. Ich komm ins Heiligtum heute, lass den Vorhof des Eins, weil du nur vereintes bin tüchtig, das völlig sein Lot, mit Freude und Wonne an Gott angedockt, verbindlich dem Christus und seinem Leib sein. Ich will gar nichts mehr anderes, als dir mich nun weih. Ich komm ins Heiligtum heute, lass den Vorhof des Eins in des Allerheiligsten Beute. Ich komm ins Heiligtum heute, lass den Vorhof des Eins, weil du nur vereintes vereint. Ich komm ins Heiligtum heute, lass den Vorhof des Eins in des Allerheiligsten Beute. Ich komm ins Heiligtum heute, lass den Vorhof des Eins, weil du nur vereintes wirklich noch eins obendrauf geben zum Schluss. Was ihr wissen müsst, wenn wir euch zur Verbindlichkeit rufen, dann geht es nicht um Ivo Sasek, dann geht es nicht um Familie Sasek, es geht nicht um OCG, es geht um uns, es geht um Gott, es geht um die Überwindung des Todes, wie wir es verschiedentlich versucht haben darzustellen. Also es geht uns nicht darum, dass wir, wenn wir euch in die Verbindlichkeit rufen, dass wir euch damit gleichsam aus euren Gemeinden herausrufen, dass wir euch gewissermaßen aus den Kirchen herausrufen würden. Ja? Man macht mir den Vorwurf, ich sei ein Sektierer. Ich frage mich nur, warum lässt der Sektierer alle Leute in der Kirche? Das macht doch ein Sektierer nicht, oder? Gegenteil ist der Fall. Wir sagen, bleibe wo du bist. Du bist dort als Licht gesetzt, wo du hingehörst. Wie soll denn die Gemeinde Neues empfangen, wenn nicht überall die Glieder sind, die das Neue bringen? Ihr seid doch das Licht der Welt. Also bleibt dort, wo ihr seid und versucht, wenn ihr das gefunden habt, was wir gefunden haben, versucht es ganz
Fleisch und Blut werden zu lassen in euch und tragt es in eure Gemeinden, in eure Kirchen, von mir aus in eure Sekten rein. Aber tragt es hinaus. Ich möchte nochmal sagen, der Punkt ist, die Kraft Gottes ist unser Element, die Kraft Gottes ist unsere Rettung, die Kraft Gottes ist unsere Verheißung. Wenn wir miteinander in diesen Fluss eingehen, in der Bemessung lernen, wie man im Leben stehen bleibt, wird sich die Kraft des Lebens über uns summieren. Und Jesus sagte nicht nur, wer gestorben ist, wird trotzdem leben, wie wir das jetzt 2000 Jahre gehört haben. Der Satz geht dort weiter in Johannes 6 oder Johannes 11, jetzt habe ich es, glaube ich, verwechselt. Er sagt weiter, und wer da lebt und hinein in mich glaubend ist, der wird nicht mehr sterben. Er sagt, ich werde am letzten Tag nicht nur auferwecken. Er sagt, das Ziel ist, dass die Pforten des Totenreiches, die Pforten der Hölle, die Gemeinde, das sind wir, nicht überwältigen werden, dass die Pforten der Hölle nicht die Oberhand behalten werden, die Pforten des Totenreiches besser gesagt, sie werden nicht die Oberhand behalten über die Gemeinde. Darum sprechen die Apostel von einer Entrückung, das ist dasselbe wie Auferstehung im selben Moment. Es geht darum, dass wir in der Einsheit die Kraft des Lebens zurückbringen, den Tod in der Basis austreiben, wie wir es da verschieden jetzt gehört haben, dass wir immer mehr auskehren, in immer größer tieferen Dimensionen, bis der Tod sich auch an unserem Leib nicht mehr hält, nicht mehr halten kann. Seht ihr, darum brauchen wir eure Verbindlichkeit. Wir werden so lange alle sterben, wie wir immer schon gestorben sind. Wir werden immer noch jünger sterben. Aber wenn wir umkehren, wird sich unsere Lebenszeit anfangen zu längern. Wir werden sehen, dass die Kräfte des Todes zu brechen sind, dass sie verwundbar sind. Der Tod ist verwundbar. Du kannst dir jetzt selber überlegen, ob du Terrorist bleiben willst, indem du deinen individualistischen Weg gehst, indem du quersteuerst, indem du Navigationshacking machst im Geist und die anderen immer versuchst, um dich herum falsche Wege zu gehen, obwohl sie das nicht wollen. Du kannst dir überlegen, will ich Teil dieser Auferstehung sein? Das war die Botschaft, die wir euch bringen wollten und wir stehen euch zur Verfügung. Für den Rest unseres Seins, unserer Tage, möchten wir euch ausbilden und gewinnen, dass ihr andere da hinein ausbildet, dass diese Kraft so zunimmt über uns, dass die Gegenwart Gottes Tod, Teufel und Sünde verdammt, dass es nicht mehr möglich ist zu sündigen, denn das ist die Verheißung nach 1. Johannes 3, 1. Er sündigt, er kann nicht mehr sündigen, wer in Christus ist. Das möge sich ereignen. Nun bitte ich doch die Helfer, teilt doch jetzt bitte diese blauen Karten aus. Ich möchte euch nochmal jetzt den Tarif erklären. Jetzt passt auf, jetzt wäre ich sektiererisch. Seid ihr noch da? Jetzt ist mir ganz ernst, was ich sage. Ich möchte euch wirklich, wirklich am liebsten befehlen. Nein, ich befehle es jetzt einfach. Könnt ihr gehorchen oder nicht? Geh nach Hause und bitte nochmal, jeder soll diesen Zettel ausfüllen. Denn oft besuchen wir solche Versammlungen und gehen einfach nach Hause, zerreden das Ganze und vergessen es und sind uns nicht bewusst, wenn wir da nicht Ja sagen, haben wir Nein gesagt. Und darum möchte ich wirklich, dass jeder einzelne von euch als Dank auch für den heutigen Tag, dass ihr mir die Karte ausfüllt und schreibt, ich gehe mit euch diesen Weg oder ich gehe nicht. Ja oder Nein. Keine Grauzone. Ich nehme das Wort an oder ich nehme es nicht an. Das ist das eine Kästchen. Ich gehe mit euch den Weg oder ich gehe nicht mit euch den Weg. Dann wissen wir, wie viele nehmen dieses Wort an, suchen aber andere Lehrer, das dürft ihr, das seid ihr frei dazu. Wenn ihr es findet, wie gesagt, ihr habt die Pflicht, es uns zu melden. Oder dann, wir gehen mit euch zusammen diesen Weg. Und dann wissen wir auch, machen wir das weiter, suchen wir euch weiter, die Menschen weiter auf diesem Weg oder müssen wir andere Wege suchen? Habe ich das angenehm genug rübergebracht? Okay. Ich hoffe, ihr habt unsere Existenznot darin gespürt. Es ging uns nicht darum, euch irgendwelche Lieder vorzumachen, irgendeine Show vorzutäuschen. Das, was wir hier singen, das sind wir. Und jetzt möchte ich beten für alle im Vorweg zum Schluss und das Ganze versiegeln. Und wenn du jetzt innerlich aufstehst und sagst, ich gehe diesen Weg, versiegle ich dich in besonderer Weise, dass du einen besonderen, klaren Segen bekommst für deine Entscheidung. Steh vor den Engeln Gottes gerade, vor Gott selber und heute mal nicht vor Menschen, einfach für dich, vor Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns geholfen hast, diese Dinge zu formulieren, die unsere Existenz prägen, die uns ausmachen. Und ich bitte jetzt für all diese Menschen, die innerlich stehen vor dir, einfach vor dir allein und vor deinen heiligen Engeln, vor dir und deinem Himmel. Ich versiegle sie mit dem Segen. Ihr seid gesegnet, dass dieses Wort an euch Frucht trägt.
es ereilt euch, der Geist des Herrn kommt zu diesem Wort in euch und lässt es Fleisch werden. Und kein Teufel nimmt es euch wieder weg. Ihr bekommt denselben Trieb, denselben Motor, dieselbe Kraft, die uns seit Jahrzehnten treibt, diesen Weg zu gehen, trotz allen Widerständen, trotz allen Verfolgungen und Verachtungen. Ich segne dich mit der Kraft des Lebens aus ihm, dass diese Botschaft dir nie wieder gestohlen wird. Und ich segne auch dich, der du noch Zeit brauchst, es zu verdauen, zu überbeten, es zu bewegen. Ich segne dich mit der Gnade, dass nicht dein Verstand, sondern dein Herz siegt. Ich segne die Menschen, die heute gar nichts damit anfangen möchten, die es verwerfen. Vater, ich bitte um die Gnade, dass du sie damit nicht ein letztes Mal berührt hast. Berühre sie mit der Wirklichkeit, dass sie erkennen, dass unsere Botschaft eine Wahrheit, eine Wirklichkeit ist und nicht eine Lüge. Auf dass sie dein Wort finden in der Praxis. Amen.